Freunde, jetzt ist es soweit. Wir haben reacted zusammen mit Affe auf Bike und Joey Kenny auf die neueste Folge von Seven vs. Wild. Ich sage euch eins, es ist unglaublich. Es wird komplett ausgepackt. Es ist sehr krass. Es war ein sehr geiler Nachmittag. Und bleibt dran, am Ende gibt es noch was zu gewinnen, was wir alle unterschrieben haben. Bis gleich, viel Spaß bei der Reaction. So. Hi. Ja, jetzt ist es soweit. Was für eine Ehre, Knossi. Joey. Mega. Danke. Erstens holen wir was zu trinken und dann gucken wir uns die Folge 12. Ich bin gespannt. Ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß nicht. Gar nichts. Ich auch nicht. Ich bin auch sehr gespannt, weil wir haben viel gedreht und ich bin gespannt, wie viel überhaupt Content drin ist. Ob wirklich alles drin ist, weil ich habe mich auch, sag ich mal, ich war auch ein bisschen wütend. Ja? Ist das die Folge jetzt? Ja klar, natürlich. Ist es die Folge? Es ist die Folge, wo gleich das passiert, was ich nicht wollte. Oh. Und Jan hat mir High Five gegeben. For what? Genau, für du bleibst. Aber mehr sage ich nicht. Wir gehen was trinken. Oh Gott, es ist diese eine Folge. Komm, wir gehen mal in die Küche. Hey, das wird geil. Wir reacten hier gleich auf die neueste Seven vs. Wild Folge. Ich freue mich auch, weil wir mit denen alle hier zu dritt zusammen sind. Weil das, diese Momente, was wir da erlebt haben, das wird uns für immer verbinden mit diesen Leuten. Ey, hier oben, habt ihr gesehen? Du, das Auto, ich verfolge das. Das ist. Ey, das war für mich unfassbar. Mein Auto, mein DeLorean, mit Jürgen Klopp bin ich durch die Stadt gefahren, habe mit ihm erzählt, wir haben uns gut verstanden. Man weiß ja auch nie, wie sowas ist. Der ist der Megatyp. Ich habe mit ihm ein Interview geführt, das war wie Freundschaft. Er kommt doch aus meiner Heimat, das war ein unglaublicher Moment in meinem Leben. Ist auch, der ist auch. Der ist, ey, warte mal, der ist doch vorletztes Jahr Trainer, der Weltmeistertrainer geworden. Ja, ja. Ne? Und ich habe ihn auch ein paar Mal erleben dürfen, weil ich für, die Deutsche Vermögensberatung arbeiten darf. Und der ist so lässig, der ist so entspannt und so ein cooler Typ. Ne? Und wenn ich jetzt, sag ich mal, Jungs mögen würde, würde ich mich wahrscheinlich in ihn verlieben. Aber Gott sei Dank nicht. Ey, weißt du was, eins der geilsten Statements von ihm war, weißt du, man vergisst ja manchmal, er ist Jürgen Klopp und Leute sind immer so übertrieben nett. Er muss im Wartezimmer nicht mehr warten. Es wäre auch mal schön, mal wieder beim Arzt warten zu müssen. Hat er gesagt? Ja, ja, so, weißt du. Geil. Weil die Leute, weißt du, wenn du irgendwann zu berühmt bist, dann kommt alles von alleine. Ja. Aber er mag auch dieses Normal und das macht so sympathisch. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch unbedingt mein DeLorean-Video an mit Jürgen Klopp. Aber bist du jetzt nach England gefahren oder war der in Deutschland? Der war in Deutschland. Verstehe, okay. In Deutschland gemacht. Und dann bist du mit ihm auf der Autobahn gefahren, Landstraße? Nee, durch die Stadt. Einfach durch die Stadt, immer wieder hier, da und haben erzählt. Ey. Und was haben die Leute, ich meine, die Leute stehen auf der Straße an der Ampel und sagen hier, Knossi und Klopp, das ist doch krasse Scheiße, oder? Ich sagte, die Leute haben, in erster Linie gucken die gucken gar nicht, wer drin sitzt, die sehen nur Ohren DeLorean. Genau. Die gucken, und im zweiten Blick dann, wer sitzt da drin? Aber die Leute sehen DeLorean, aber es ging. Wir sind gut durchgekommen. War kein Problem. Mega. Willst du ein Wasser haben oder Cola? Ja, ohne Cola, ja. Nicht gern. Okay, heute mal Zero. Für gesund. Ja, ja, ich trinke immer sonst. Ihr wisst doch, wie es ist. Weißt du, wie man die aufmacht? Du kannst das doch bestimmt. Nein, ich kann es nicht. Ich habe es letztens. Mit den Zähnen. Du bist doch. Ich habe überall. Ja, okay, schon. Nein. Aber hier. Ach Mensch. So. Danke. Du kannst das, das ist unfassbar. Wow. Also zum Wohl. Ey, das wird ein schöner Tag. Das wird geil. Weil wir das zusammen angucken. Ne? Dann gibt jeder auch zu seinen Szenen so ein bisschen Feedback, was da passiert, was euch noch einfällt. Das, was man nicht sieht, weil die schneiden ja natürlich auch immer Sachen raus. Da ist so unfassbar viel, was nicht gezeigt wird. Und ich werde auch mehr sagen, als ich eigentlich soll. Also ich werde wirklich auspacken und vielleicht mit Respekt natürlich den Jan auch manchmal auch, ja, also ich werde die Wahrheit sagen. Ja, was ist was die Wahrheit? Sonst? Jetzt will ich aber ja, nicht nur nett sein, sondern einfach, ey, ich habe mich wirklich geärgert. Ich würde euch was erzählen, was ich glaube, die hinter dem Scene, the Production, denken, boah, der ist krank im Kopf. Warum? Warum? Ah, ich habe ein bisschen was hab ich schon gehört. Wer jetzt, Jan oder du? Nee, ich habe schon ein bisschen gehört, was du da noch so getrieben hast. Nein, nichts über Jan, sondern halt überlegt, was passieren könnte, ne? Und dass ich... Ah, ja, genau. Okay. Ich glaube, ich weiß es. Ja, könnte Knast. Genau, oder zum Beispiel, dass man mich nicht mehr abholt. Worst case. Warum? Wo die sagen, ey, fuck off, du hältst dich nicht an den Regeln. Dann bist du auf dich selbst gewiesen. Also du wärst Paranoia. Hast du dich nicht mal an die Regeln gehalten? Nein, eigentlich nicht, nein. Stimmt. Auf Joey Kelly vergisst, dass er beim Projekt ist, zieht sein Ding jetzt alleine durch, bleibt da 4 Monate. Vergessen ist auch, immer dass noch das hier da. Eine Show ist.
Ich bin eigentlich so der Angelo. Du bist eigentlich der Angelo. Ja? Ich bin Angelo. Das ist ein ganz anderer Typ, der hier steht. Ey, das wird eine krasse Folge anscheinend, ne? Also wir wissen ja, am Ende wissen wir ja, wie es ausgeht. Genau. Aber jetzt kommt wirklich ein Schlüsselmoment in der Geschichte von Seven vs. Wild. Ich weiß auch noch, wie ich mich mit Joey Kelly darüber unterhalten habe. Wir packen alles aus heute. Genau, es gibt keine Tabus, volles Programm. Joey Kelly kann nämlich auch anders. Auch unangenehm, ja. Ja, aber wirklich. Ich habe mich ja totgelacht da auch noch, als wir da gestanden haben. In Kanada, im Hotel danach. Ja. Ich habe mich totgelacht. Boah, ich habe mich totgelacht, als Jan das erzählt hat. Aus seiner Perspektive. Ich konnte nicht mehr, Das ist unser Wohnzimmer. Ist schön. Ist top. Wunderbar. Okay, are you ready? We're ready. Du-du-dum. Bam. Also als Coach selber gecoacht werden. Da ist er doch. Knopp. Klopp. Klopp. Nicht Knossi, nicht Knolli. Du hattest aber auch so geile Versprecher drin bei Sam vs. Wild, auch in den ersten Folgen. Oh, Stammbaum. Ja. Stammbaum. Nein, da waren noch andere Dinge, aber ich habe mich totgelacht. Ich auch. Das Problem ist, dass die meisten Leute denken, ich bin Deutsch, aber ich bin kein Deutscher. Und ich habe gewisse, sag ich mal, Worte und ich lebe in meiner Community und ich rede sehr viel mit meiner Geschwister nur Englisch. Ja, ja, ja. Und es ist so, dass ich, klar, okay, ich habe deutsches Connection, aber... Also sehr cool anzugucken. Meine Hand wärmt sich in dem Wasser auf. Das ist ein Fluss. Der Hast soll die Folgen nicht wärmer sein ist? Als draußen, wenn es kalt ist. Nur ausschütteln. Wir werden das Ganze ausprobieren. Wow. Wow. Und das war das denn hier? Guck mal da, das weiß ich noch. Sascha kommt Blut mit Blut. Wenn ich hier irgendwie durchfoltern sollte, dass ich das nicht... Dass das nicht ich selbst bin. Hast du ihn gefoltert oder was? Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben Aufgaben, ne? Also wir haben gemeinsam halt ein Ziel gehabt, um Shelter zu bauen. Aber ey, war das gigantisch? Der Flug, ich bin noch nie mit dem Wasserflugzeug geflogen. Nein, und dann meistens sind das diese kleinen Viersitzer. Aber da passten 10 Leute drin. Ne? Also richtig geil. Ich bin schon geflogen, Malediven. Dann bist du immer auf die Insel geflogen und somit genau diese Wasserflugzeuge. Genau. Nein, ich hab's nie gemacht. Und dann mit dem Hubschrauber. Ihr seid aber mit dem Hubschrauber nicht abgesetzt worden. Ne? Nee. Wir sind mit Boote. Genau. Wie findest du mein Team? Wie findet ihr uns? Geil. Sehr witzig, sehr witzig. Habt ihr gesehen auch am Anfang, wie wir erstmal Schniedel gezeigt haben? Weißt du, ich konnte nicht mehr. Für Entspannen erstmal. Es ist taktisch nicht so schlecht, weil dann ist einfach alles gezeigt. Keine Hemmung. Scheißegal, ob der eine jetzt hier auf Klo geht oder nackt ins Ding da, sondern halt, du guckst nicht mehr hin. War das deine Idee? Ja, ja. Also nicht deine Idee. Nee, nee. Aber er hat dann gesagt, komm, okay, ich mach auch. Und dann waren wir wie Brüder. Aber spricht ihr das vorher ab, dass ihr so sagt? Nee. Nein? Ich habe gesagt, jetzt ist der Moment, ich mach jetzt. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Aber Katrin, mach deine Pause, weil das ist Männersache. Okay. Wer hat... Gut, also mach mein, weiter. Okay, warte, ich muss zu. Wer ist in der Champions League? Ah, wer den kurzen Arm? Alter, okay, warte, ich muss wieder genau, auf. Frag nochmal bitte. Ich soll ich dir ehrlich sagen? Sascha. Meistens die Pumper haben nicht so viel. Der sagt noch vorher, entschuldigt sich, noch kommt aus kaltem Wasser, aber ich denke, das sieht man gar nicht. Bei mir, ich bin beschnitten, aber es war trotzdem wieder Vorhaut da. Weißt du, weil wieder nach innen. Kinder. Ich stehe da, aber wir haben beide gelacht. Wie weit auseinander wart ihr? Ihr wart 2 Meter auseinander. Ja, gerade so gegenüber. Das wir machen es jetzt. Ich stelle da eine Kamera auf. Ich mache es einfach. Okay. 1, 2, 3. Also ja. das geht in die Geschichte. Das und dann haben wir alles. Ey, wir haben nur gelacht, einfach gelacht. Und dann war es gar kein Problem mehr. Wir haben uns gewaschen und zwar alles egal. Ist auch scheißegal. Egal. Es ist doch auch am Ende egal. Ich finde immer so, ohne komplexe Leben ist doch das schönste Leben auch. Ja. Oder? Das war also auch voll spannend mit Hannah. Sie war so eine, die gesagt hat, oh, ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich vielleicht ein bisschen prüde bin. Erster Tag, wir pinkeln voneinander einen Meter voneinander entfernt, weil du was sind das jetzt für Blicke? Aber es ist einfach so dieses, du bist dann offen voneinander. Und wir hatten da ja auch so eine kleine Insel. Warte, zu meiner Erklärung. Wir konnten auch nicht wirklich weit laufen, weil wenn die Flut gekommen ist, dann waren wir an so einer kleinen Bucht. Yeah, yeah, und irgendwann bist du einfach so offen, dass du denkst, ja, was soll's denn jetzt auch? Du, aber wir Männer, hey, du hast ganz ehrlich, wir haben schon einen Sascha gesehen, ja, oder nicht? Deine Wurst da hingelegt. Grün, so habe ich noch nie. Ich habe gekotzt. Das ist die Wurst auch so. Genau, komm her, ich gucke mir die Wurst an. So habe ich noch nie gesehen. Das war das glaube ich dir. Also wir haben es anders gemacht. Am anderen Ende des Strands
halt, gab es einen Felsen, da hinterm Felsen gab es halt quasi so eine Art, ja, Schlucht. Für Pinkel auch. Ach, und die hatte beide dieselbe. Ja, pinkelig. Aber erstens wegen der Taktik, natürlich auch wegen den Tieren, weil quasi, das muss erst verbuddelt werden, wir haben immer ein Loch gemacht, rein, zack, nee, sonst riechen quasi die Wolfe, ja die Wölfe. Bär, scheißegal, weil die wollen dran an den Kack, ne? Und deswegen, und auch weit weg wegen Tiere, aber auch wegen ein bisschen so. Aber ihr hattet dann dieselbe Kackstelle? Ja. Vom Felsen runter oder was? Also ja, so das am war Felsen so, ran, hinterm oder? Felsen war halt quasi wieder ein klein bisschen Strand, aber nur einen Meter. Und dann kam Felsen wieder hoch. Es war optimal. Und du konntest rausgucken, dass der andere nicht... Kacken mit Aussicht. Kacken mit Aussicht. Dass der andere bezahlen Geld für so einen Bungalow. Na klar. So, falls der andere auch kommt, ey, bleib mal erstmal weg. Ja, das ist ja, der Klo ist gesperrt. Aber ihr wart doch relativ oft nicht so miteinander, sondern auch alleine mit der Kamera. Ne? Das ist mir aufgefallen, dass ihr oft euch alleine filmt und weniger zusammen. Bei euch, ihr macht ja jeden pass auf, bei uns war es so... Sascha, mal die Kamera an, zack, ich, wir haben gar nicht überlegt, wir haben uns gar keinen Plan gemacht, was filmen wir hier und einfach an, wer gerade macht, macht gerade an. Ja. Habt ihr euch da was, ihr habt einzeln gefilmt, ne? Wir haben immer uns mit eingebunden. Also so. Es ist ja einzeln, aber auch zusammen gefilmt, aber der Jan quasi, der hat eine Zeit lang gebraucht, bis er überhaupt, sag ich mal, reinkommt. Er ist ja, man muss auch fair sagen, er sagte von vornherein, Joey, ich habe keine Ahnung von Survival. Ich sage, ist auch scheißegal, du brauchst keinen... Keine Ahnung, ich habe genug Ahnung und gemeinsam, wir müssen einfach nur uns gut verstehen, Respekt. Immer du und ich gegenseitig danke und bitte und dann rocken wir das. Ne? Und, aber der Jan ist ein feiner Kerl, aber ich glaube, dass diese Geschichte, ich bin ganz sicher, es hat sein Leben verändert, weil er hat quasi sowas in der Form so extrem noch nie erlebt. Und er sagte auch, als er halt quasi... In dem fünften, sechsten Tag sagt er, ich, wenn ich zurück bin, werde ich das und das und das ändern. Das ist mega. Aber ich habe gehört, du hast den nur geknechtet. Ne? Das von morgens bis abends aufstehen, Schichtarbeit. Schicht, zack, 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 wir machen hier Leben. Es geht um Überleben, wir wollen 14 Tage überleben. Ja, wir hat sich gefühlt wie Lernen. Aber ja, Jan Schlappen, der Mann für Bringen und Holen, gefühlt. Ne? Ja, er sagte, er konnte nicht mehr, er war so fertig, er konnte nicht mehr jeden Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er durfte nur aus dem Wasserfilter trinken, wenn du fertig warst und du hast langsam getrunken. Immer nur so und der Frosch, dass ihr einen Frosch gefunden habt und du immer meintest, am nächsten Tag essen wir den, am nächsten Tag. Was ist mit und dem Frosch? Der ist abgehauen. Ja, aber sei froh, weil der war todesgiftig. Wenn du den isst, dann besitzt du heute nicht mehr. Ja, aber glaubt ihr, dass ich das gegessen hätte? Ich hätte erstmal Jan essen lassen. Alter, das hast du aber auch in der Show ganz gut gemacht. Na, Jan immer die Blaubeeren gegessen, erstmal gucken, ob der überlebt. Erstmal checken, 48 Stunden lebt er noch. Das hat er wirklich gemacht. 3 Tage lang oder so hast du Jan wirklich komplett konstant die Beeren essen lassen. Und dann. Nein, er wollte das. Der hatte Hunger. Kohldampf alles, der hatte quasi, es läuft ja nur im Kopf, das wisst ihr, ne? Die ersten 3-4 Tagen ist am härtesten. Hast du Hunger und dann geht's. Und dann geht's, dann hört's auf. Ich habe ihm versprochen, sag, Jan, glaub mir, guck mich mal an. 3 Tage, maximal 4 Tage, hast du kein Hungergefühl mehr. So was hättet ihr filmen müssen auch. Ne? Aber das macht man, das ist das Problem auch, das filmt man dann nicht, wenn man sich so unterhält, ne? So, ich habe mit Sascha auch so viele so Gespräche geführt, aber das filmt man dann auch nicht, wenn man sich so gegenseitig motiviert. Das haben wir auch nicht gefilmt. Das stimmt. Aber wir hatten auch nie so eine Down-Phase, wir hatten das gar nicht. Es war nicht einfach. Der hatte wirklich so Phasen, stundenweise, wo der halt quasi sagt, okay, geh, leg dich am Strand, denk über dein Leben, ich mach weiter und dann kommst du, wenn du wieder quasi Energie hast. Oder direkt wieder knechten. Aber es ist wirklich wahr, 3 Tage nichts essen und dann hört das Hungergefühl auf. Ist so. Ich habe das jetzt schon mehrfach so gehabt. Und das ist keine gesunde Diät, aber wenn man mal in 2 Wochen mal schön 14 Kilo verlieren will, das geht. Ja. Ich fand es aber spannend, weil eigentlich alle Teilnehmer, auch von Staffel 2, meinten, dass Tag 3, Tag 4 das schwerste ist. Ich habe das nicht gespürt, dieses, oh, ich habe mega Hunger an Tag 2, 3, 4. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war Martin, der meinte, ja, deine Füße werden so ein bisschen schwer und du wirst so schön. Ich habe es nicht gespürt. Ich habe es einfach nicht gespürt. Doch irgendwann kommt so eine gewisse... Trägheit beim Laufen über die Steine, das ging mir dann auf den Sack. Kennst du das? Oder nochmal durch den Wald. Ja. Diese Trägheit, du musst dich dann kurz hinsetzen, 10 Meter hinsetzen. Du musst alles, du machst alles viel langsamer. Ja. Das hatten wir auf jeden Fall. Aber das muss man verstehen, dass man halt einfach weiß, okay, der Körper hat keinen Brennstoff im Magen. Also muss man einfach, der ernährt sich von Fett und Eiweiß. Hast du eigentlich irgendwas gegessen, sag mal? Ich habe in der gesamten, sag ich mal,
ja, in der gesamten Zeit, um wie viel Zeit ich geblieben bin, das weiß keiner. Ich habe erstmal einen Blaubeer ausprobiert und es gab an einem Tag doch einen Fisch. Ja, das hast du es gab erzählt. Einen Fisch und der ist halt von der Größe, ich schätze mal so vielleicht 22 cm. Wo hast du den denn her? Aus dem Meer. Aus dem Meer? Mit was hast du den gefangen? Wir hatten Seil. Ja, wir hatten auch. Seil. Was für Köder? Ich habe alles probiert. Rotes Köder, das, was ich dir gegeben habe. Habe ich probiert. Hat und glaub mir, ich habe Angel gebaut. Wir haben rausgeschmissen, 30, 40 Meter. Nein, nein, an den Felsen, wenn das Wasser an der höchsten Stelle war, gab es eine Stelle, wo ungefähr so 2-3 Meter tief sind und die Fische verstecken sich da drunter oder warten da auf Futter oder was auch immer. Und da einmal gefangen und einige Mal so gebissen, dass das Fisch irgendwie vielleicht doch mitkommt und dann oben dann weg ist. Ne? Oder oft den Fehler gemacht, dass der Haken nicht fest genug war. Ja, ja. Und dann war der Haken halt quasi mit dem Fisch auch weg. Schlecht gebunden. Also es gab eine Stelle, wo du ungefähr eine Stunde am Tag fischen konntest. Aber bis wir rausbekommen haben, wo das ist und ob die da beißen, das hat gedauert. Länger gedauert, als Jan da war. Und ich dachte, Sascha, ich habe gedacht, wir sind die Einzigen mit Fischen. Mhm. Aber hast du unsere Fische gesehen? Noch nicht, nein. Kommt jetzt wahrscheinlich. Ja, weil ich habe nur die ersten paar Folgen, weil ich will die live sehen. Ja, ne? Ja, dann gucken wir jetzt, weil ich komme zu gar nichts. Ja, ich habe euch gesagt, Reaction mit mir 4 Stunden. Aber ihr erzählt auch viel. Komm, wir machen weiter. Ich bin gespannt. Okay, es geht weiter. Okay. Das ist gestört, krank hier lang. Aber hey, auch nochmal, gell, dass Fritz und Martin so schnell raus sind, ja? Irre. Auch. Und Naturensinn auch, das hätte auch keiner gedacht. Also die beiden hätte man gedacht, die genau, dass sie das Ding rocken. Ich habe gedacht, die Naturbrüder, die bauen halt quasi ein Hochhaus. Ne, ja. Mehrere Teile. Wollten wir auch, oder? Wobei dein Haus, ich fand das Haus von denen ganz war geil. Aber deins ist auch geil. Ne? Also das war schon geil, aber ich habe gedacht, dass die dann halt wirklich so viel Material am Land bringen, dass die dann halt, die wollten doch einen zweiten Stock machen, ne? Kriegt ihr Gänsehaut, wenn Intro kommt? Ist oder? Mega. Ja? Aber irgendwie ist dieses Intro anders, oder? Weil da sind alle, die sind nicht ausgeblendet. Nee, bei Freebie ist anders, ja. Anscheinend. So, wir gehen direkt zu euch. Okay, ja. Ihr seid jetzt das Thema in der Folge. Jan. Oh nein. Du bist stark. Ich war stark. Du warst nicht, du bist stark. Ja, ich gehe schon stärker hier raus. Du gehst. Ich habe gestern, ich bin einfach wahr zu mir selber. Ich habe jetzt schon rausgefunden, ich weiß, wo drin ich stark bin, was ich gut kann. Tut mir aber auch leid, ey. Und vor allem, wo ich auch stark drin sein will. Jan, mir reicht das nicht, dass du sagst, ich lass dich nicht einfach so los. Mir reicht das nicht, wenn du sagst, das ist der Aspekt Psyche. Das reicht nicht, Jan. Jan, du bist es mehr wert. Ich schwör's dir. Wir sind hier, das sind deine. Das geht nicht mehr, Jan. Das ging, ich weiß nicht, wie lange die das zeigen, aber es ging 2 Stunden. Die Tage über gesagt hast, die ganze Nacht. Den ganzen Nachmittag drüber nachgedacht. Ich habe einfach meine Grenze erreicht, auch an dem, wo ich was gelernt habe und wo ich wirklich happy bin, dass ich es jetzt gelernt habe. Aber für jetzt ist Stopp. Okay, ich werde dich jetzt nicht irgendwie hier 2 Stunden quälen und zuquatschen. Und bitte sag nicht nein oder ja. Tu mir gefallen. Setz dich hin, denk drüber nach oder geh spazieren und sag mir in einer halben Stunde, ob du immer noch gehst oder nicht. Vielleicht tust du mir einen Gefallen und du bleibst bis morgen. Und wenn du immer noch morgen sagst, aus und vorbei, dann werde ich dich jetzt nicht quasi hier quälen mit Überzeugung und bleib doch bitte und hast du nicht gesehen, weil du weißt, wenn du gehst, ne, sind wir als Team, ich bleibe, das weißt du, ne? Ich gehe nicht mit dir, ich bleib genau hier. Ich mache die 14 Tage, auch wenn ich disqualifiziert bin. Ich bin bestimmt nicht hier nach Kanada geflogen bei Seven vs. Wild, um nach 7 Tagen aufzugeben. Nice. Noch ein Aspekt.
7 Tage ist die Mitte, ab morgen geht's bergab. Wir sind jetzt bei der Hälfte, ne? Wenn man die Hälfte geschafft hat, morgen ist jeden Tag einfacher. Geschafft. Ist so. Das ist so. Das habe ich nicht verstanden. Vielleicht machen wir eine Pause. Knossi. Den gefallen. Oh Mann, den hab das, der hat sich das, ich habe das nicht sehen kommen. Weißt du, ich habe ihn beobachtet jeden Tag und dachte, okay, baut er ab, baut er auf, ist er motiviert. Ich habe jeden Abend mit ihm, haben wir uns eine Stunde hingesetzt und dann hat nur er gesprochen. Der hat erzählt über seine Mutter, seine Eltern sind geschieden, ja. Sein Vater wohnt in Österreich und der hat eine Schwester und der hat aber so wirklich ausgepackt und gesagt, seine Oma mag nicht, was er tut, seine Mutter findet es auch doof. Also eigentlich hat er in der Weil Familie... Weil Sorgen machen, wenn er da rumspringt. Genau, und sowas würde ich auch. Ich meine, der, überleg mal, dein Sohn, der springt da halt, der macht Sachen, die sind so krasse Scheiße. Ne? Und ja, ich habe das nicht sehen kommen. Und dann kam der, das war morgens um 11 Uhr, und dann kam der, er hat sich erstmal 2 Stunden verschanzt am Felsen, hat er so eine Stelle gehabt, wo er halt quasi immer drüber nachgedacht. Und dann kam der rüber und sagt, Joey, ich bin raus. Und, von jetzt auf gleich? Von jetzt auf gleich. Du hast es nicht geahnt? Ich habe es nicht geahnt. Ich hab den Abbau nicht gesehen. Aber ich sag dir ehrlich, das ist wie wenn eine Beziehung zu Ende geht. Der Mann denkt dann oft schlagartig so. Aber die Frau hat sich das über längeren Zeitraum, das baut sich auf. Wenn der das Gefühl hat, ich habe ja mit ihm geredet auch, dass er immer wieder dieses Zeug machen musste und so. Und ich sag dir auch noch einen Aspekt. Ja. Pass auf, es ist ja noch ein Aspekt. Du vergisst auch, du bist Joey Kelly. Bin ich da mit dir, habe ich vielleicht auch Angst, was zu sagen. So, und mach das, was du mir sagst. Und denk mir innerlich, scheiße, alles scheiße. Weißt du so? Und denk mir, wie komme ich hier raus? Man hat schon riesen Respekt auch vor dir. Also ich habe ihn gequält oder was? Oder? Was habt ihr denn? War das hart? War das viel Arbeit? Nein, normal. Aber ich glaube, für ihn, guck mal, für dich ist es für normal. Für ihn ist das, der kennt das nicht wahrscheinlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Da hast du recht. Ich meine, der Jan, keine Ahnung, der wohnt noch bei seiner Mutter. Ne? Und der hat ein cooles Leben. Und der muss wahrscheinlich nicht kochen und Müll rausbringen, sondern halt er ist ein Spitzen, sagen wir mal, Parcoursläufer. Aber ich glaube nicht, dass er halt schon, das ist gemein zu sagen, dass er nicht, es ist doch nicht erwachsen zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Wenn er da sagt einfach, der Grund, warum er geht, ist einfach, es macht keinen Spaß mehr und ich habe keinen Bock mehr und meine Psyche macht nicht mit. Ja, auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch stark, dass er so sich einsteht, weißt du. Er sagt so, okay, ich kann nicht mehr, ich gehe zu dem Joey hin, vor dem ich so krassen Respekt habe. Und ich glaube, der hat Tage mit sich gerungen, zu dir zu gehen. Vielleicht wollte er schon 2-3 Tage vorher gehen. Ja, das war bestimmt so schwer für ihn. Wie hat er denn geguckt? Hat er ängstlich gewirkt? Ich glaube, der war ängstlich. Ja, aber man sagt zu Joey, Kelly, du pass auf, Joey, du verlierst hier die Show, weil ich gehe. Das ist für mich ein Problem. Weil ich bin da hingekommen, um zu gewinnen. Ne? Und auch mitzugewinnen, mit den anderen Teams natürlich. Ne? Jeder, der 14 Tage rockt und der hat mir halt quasi, als es fest war, dass er halt quasi als Wildcard-Gewinner quasi mein Partner war, hat er mir High Five gegeben. Ich sag, dann habe ich ihm angeguckt und sage einfach, Hand drauf, 14 Tage, Jan, 14 Tage, sagt er, versprochen. 14 Tage, versprochen. Was ist so? Weißt du, die Leute stellen sich auch, er ist ja Wildcarder. Und so eine Wildcard, die guckt sich Seven vs. Wild an, Panama, davor Schweden, die gucken sich das an, wie es wirklich ist. Ist es nochmal anders. Ja, klar. Ich habe auch im Wald geübt und sowas. Aber in Wirklichkeit, in Panama dann alleine an einem Strand zu sein, ist nochmal anders. Ja. Das kannte ich so auch nicht. Ja, hast recht. Es ist dann, das Echte zu erfahren, ist schon nochmal krass. An dem Moment, wo der Hubschrauber, in unserem Fall, bei euch Auto, geht, sagst du, jetzt fängt's an. Ja, ja. Oh, fuck. Ja. Oder? Ja. Wie war's bei dir, Anna Katrin? Ey, total. Also dieser Moment, ich war so unter Adrenalin, ich war so im Hype, das kannte ich von mir gar nicht. Also ich bin ja so schon ein Mensch, der teilweise ein bisschen drüber ist, laut ist, aber in dem Moment, ich war richtig am Zittern. Wirklich? Ich war so richtig nervös und ich habe in diesem Moment geschnallt, okay, krass, ich bin ja gerade bei Seven vs. Wild. Und für mich war es halt in der Show auch total oft so, dass ich es gar nicht geschnallt habe, dass ich gerade in der Show bin, weil mein Alltag ist ja eigentlich so. Keine Ahnung, ich bin irgendwo im Wald mit meiner Kamera, bin auf meinem Motorrad und ich habe so oft realisieren müssen, ich habe alles der Kamera erzählt, als ob das meine beste Freundin ist. Aber du hast kein Essen, wenn du unterwegs bist mit deinen tough Geschichten. Ja, aber du hast immer noch ein bisschen zu essen, oder? Ja, unterschiedlich. Also vor 2-3 Jahren hatte ich kein Geld, oder 3 Jahren hatte ich kein Geld auf meinen Reisen und musste teilweise mitten in der Nacht um 4-5 Uhr aufstehen und Kühe melken, um 10 Euro wieder zu verdienen. Und teilweise hatte ich Tage, wo ich gar kein Geld hatte.
wenn du kein Geld hast, gehst du entweder zu Menschen an Stränden oder so, war es immer eine ganz gute Möglichkeit zu fragen, ob die Wasser oder sowas hatten. Ich habe wirklich teilweise, mein höchstes war 3 Tage nichts zu essen. Wow, das ist aber auch Überwindung, die Leute dann so quasi, du bettelst ja dann bei den Leuten. Ne? Ja, ja, also es ist ein Fakt. Oder? Also es war, ich habe mich komplett, da, also das ist einfach so, ohne andere Menschen wäre ich niemals hier, wo ich jetzt bin. Und das ist, klar ist das Betteln. Irgendwo ist das Betteln, wenn ich auf andere Menschen zugehe und sage so, hey, hast du mal ein Wasser für mich oder hast du mal Sonnencreme? Ich konnte es mir nicht leisten, aber heute... Guck mal, heute bin ich in der Position, wo ich dieses enorme Glück habe, mit Social Media, mit sowas dabei sein zu dürfen, dieses Geld zu verdienen und auch Menschen, ich meine, ich gehe reisen, ich bin überall und ich kann für mich entscheiden, wem gebe ich was, wo stecke ich mein Geld rein und ich habe plötzlich diese Möglichkeit, all das, was ich mal bekommen habe, einfach wieder wegzuwerfen in Hände, wo ich denke, die haben das verdient. Anna-Kathrin, ohne Quatsch, du bist ein Vorbild für alle Frauen und auch für die ganze Jugend, zu zeigen, dass du quasi als sehr junge Frau, so tough, so krasse Sachen machst. Wirklich, ich bin ein Riesenfan von dir, was du geschafft hast. Ne? Du hast aus einer, sag mal, Situation, und ich habe deine Geschichte über meinen Sohn verstanden, was passiert ist, dass du halt quasi schwer krank warst. Und dann nimmst du diesen Moment und drehst den Spieß um und jammerst nicht und sagst einfach scheiß Leben, sondern halt, du machst was raus und das ist dein Erfolg. Deswegen feiern die Menschen. Du bist ein Vorbild, wirklich, Anna-Kathrin, ich muss sagen, was du machst, ist, ja ist so, wirklich, oder, Knossi? Das ist und die Kraft, die Kraft muss man finden. Ja. Das muss man erstmal machen, wo viele Leute sich dann, die geben auf. Ja. Überleg mal, was du gerade erzählt hast, dass du die Überwindung als und dann noch als Frau, sag ich mal, am Strand zu betteln für Essen oder Getränke, was glaubst du, was du in der Aufgabe gewachsen bist? Ja. Das ist deine Kraft, was du heute quasi, das was Menschen bewundern. Die Überwindung, einfach, fragt mal jemand auf der Straße, quasi, der soll mal jemanden fragen, ob der halt quasi einen Euro gibt. Ja. Und da schämen sich Leute. Mhm. Das wirklich? Ist absolut. Ja, gigantisch. Absolut, das ist, vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Am besten, ich sag dir mal zwischendurch, auch das Standbild, das wir permanent sehen, ist auch geil. hätte ich so einen Fisch gefangen, wirklich, hätte ich so einen schönen Karpfen gefangen. Hätte ich so einen schönen. Ja! Also, ist auch die echte Jacke heute wieder da? Ist das die? Es ist die Jacke. Es ist genau die Jacke. Ich schlafe in diese Jacke. Ein paar Flecken sind noch ein paar Flecken. Genau, es sind noch ein paar Mal Schrauben. Ist die echte Jacke? Das ist die Jacke, die ich da hatte, 14 Tagen. Die habe ich bis seitdem nicht mehr gewaschen. Nur wirklich? Nein. Ich habe sie gestern gewaschen extra. Meine Glücksjacke. Gestern hast du es das erste Mal gewaschen? Nein. Die nimmst du immer jetzt, gell? Die ziehe ich gerne an. Ja? Die kann man auch so auch nicht kaufen. Die gibt es aus diesem Modell nicht. Ja? Special Modell. Dieter Bohlen freut sich. Ich habe gerade mal eine Frage, bevor wir hier weitermachen. Okay. Kann es sein, dass die Kameras überhaupt gar nicht an sind? Oder bin ich dumm? Nee, das ist so. Das leuchtet irgendwann nicht mehr. Echt nicht? Das ist normal. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich wollte nur. Ihr kennt doch diese Kameras. Ich habe keine. Also, wenn ihr diese Kameras. Aber bei mir hat es immer geblinkt. Ich habe 50 Minuten geredet. Na, okay. Aber ihr wart schon so schlau, dass ihr nur einmal gedrückt habt, wenn Kamera aus ist. Ihr wusstet, dass das dann angeht, ne? Nicht, dass man immer erst anmacht. Ja, das hat auch immer laut gepiep, piep, piep. Einfach oben drauf drücken? Ja, klar. Gut, das wusstet ihr. Ja. Nicht, dass ihr da erst anmacht und Menü. Nee, das war. Also es gab. Was ich da erkläre. Mit Panama habe ich es nämlich noch falsch gemacht. Es gab ein paar Mal, wo man wirklich dann halt dachte, das ist on und ist off. Zum Beispiel oben im Kopf. Da bin ich hier auf WC gegangen, auf Toilette, und das Ding war an und dann gucke ich mal runter. Oh, schön. Alles scheiße. Und dieses Material hat natürlich auch die Cutters. Das ist super. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe vergessen, den zu sagen, übrigens, das war jetzt nicht geplant, dass ich dann halt filme, quasi was abgeht, ne? Sondern halt. Aber da haben sowieso alle drauf gehalten, glaube ich. Sag dir wirklich, bei Seven vs. Wild, ganz ehrlich, es ist Pflicht, seinen Stuhlgang zu filmen. Ich finde es Pflicht. Fritz hat damals damit angefangen. Ich finde wirklich, wer zu Seven vs. Wild geht... Ich habe nicht gemacht. Hast du es nicht gemacht? Nein. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe darüber geredet. Ich habe über die Farbe, aber mehr so geht dann auch nicht. Das muss schon sein. Ist auch dann so auch nochmal so eine Weiterentwicklung. Boah, nee, da habe ich dann doch Schamgefühl. Da kommt kurz die Frau mir durch, wo ich dann doch ein Schamgefühl habe. Kein Problem. Und weißt du, was cool ist bei Seven vs. Wild? Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wahrscheinlich weißt du das. Dass quasi die Folge, also jetzt sag ich mal, das ganze Rohmaterial von euch Mädels, das hat... einer von den Mädels. Da bin ich sehr dankbar. Das ist doch sehr dankbar. Ja. Weil überleg mal, das ist ja wirklich, ihr gebt dann Preis eurem Privatleben. Ihr seid halt quasi vielleicht doch beim Waschen oder whatever. Ja. Und dass hier hinter die Kulissen quasi von Seven vs. Wild so viel, sag ich mal, Acht und Respekt, dass man sagt einfach,
das Material von den Mädels wird von einer Frau gecuttet. Stell dir mal vor, da taucht irgendwann ein Clip von Sascha und mir auf. Aber ohne Blöd. Weißt du, was ich jetzt inspiziert habe? Die könnten mit ein paar Clips können die auf TikTok viral gehen. Ja, ich meine, es ist, wenn da der Cutter auf einmal der eine mit dem Handy hat. Aber bei deinem Clip, da ist hier Wasser. Und theoretisch, die Spiegelung wurde ja nicht gepixelt. Das, ja, aber das ist. Ich habe so. Frame für Frame bin ich durchgegangen. Hab leider nichts gesehen. Ja. Weil er zu klein war. Stimmt, ihr wart gerade im Wasser unterwegs. Okay, wir gucken weiter. Auf jeden Fall. Weil jetzt wird es noch weiter. Jetzt bin ich gespannt. Romantisch nicht, dramatisch. Dramatisch. Ich bin gespannt schon. Vielleicht erzähle ich etwas, was ich nie erzählt habe. Und die werden mich wahrscheinlich dafür hassen. Aber ist mir scheißegal. Ich erzähle es heute. Okay, jetzt. Oh Gott. Nee, gleich. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und diese Lache auch, ne? Wenn du lachst. Jetzt keine schnelle Schaltung. Ich kann nicht mehr. Ich muss jedes Mal so lachen. Ob du bis morgen zumindest bleibst, als Gefallen zu mir. Okay, wir fahren weiter zu Trimix und Omata. Ja. Die machen es auch gut, ne? Mega. Die anderen haben uns ausgelacht, als wir meinten, wir machen an Tag. Also die haben eine sehr clever, schnell eine Hütte aufgebockt, ne? Also zack, mit Plan, als man dachte ich, ey, what the fuck? Ich dachte, wir hätten keine Ahnung von dem. Aber wo haben die das hingebaut? Die Leitung, ja, aber pass auf, ich denke, aber dann haben sie auch nochmal intelligent gedacht, weil es ist direkt ein Katamaran, so wie die es da hingestellt haben. Genau. Die merken gar nicht, wenn die schlafen. Die merken das gar nicht. Die werden direkt so rausgetragen. Und gucken in sein Ohr. Hey, Wasser, hä? Katamaran gebaut, weißt du, in der Flutzone. Aber die Flut, da dachte ich auch immer, ich kann das auch nicht lesen. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und glaubt ihr, dass der Trimax so einen Hals auf Traumata hat, weil er halt den Scheiß gebaut hat, dass er halt quasi die wollten das Wasser abkochen, ne? Und dann hat er entschieden, ohne den anderen zu fragen, dass er halt quasi noch eine Schicht dünner ist, um größer zu machen. Und dann hat das Feuer halt quasi dieses Material halt weggefressen. Ja, ich glaube, Trimax ist immer sauer mit Traumata. Ja. Er hat stimmt die Flugzeuggeschichte auch von dir? Hier ist einfach kein Moor. Du wolltest ein Video haben bis zur Ecke. von Rumatra, bist aber zu Trimix gegangen. Das hey, Rumatra, bitte. Rumatra, kannst du bitte ein Handy-Video machen? So, ich habe den Trimax, ich habe den Traumata Trimax 2 Wochen lang so genannt. Der hat mich immer angeguckt. Ich habe mich gefragt, warum guckt der immer so? Und dann am Flughafen, als wir wegfliegen, kam ich so einfach, mein Sohn Leon ist dein größter Fan. Könnte ich ein Video machen? Dann sagt er, ich bin nicht Trimax. Aber nach dem Video, oder? Nach dem Video. Er hat schon das Video aufgenommen und denkt, geil. Dann dachte ich, fuck, wer ist denn Trimax eigentlich? Sagt er da vorne, der Große. Also, okay, dann fragen wir den richtigen Trimax. Hier ist alte Geil. Wolfskacke. Alte Wolfskacke. Ja, ich habe die Bilder gesehen, aber ich habe das zum Beispiel jetzt hier von deinem Big Brother Geschichte, ne? Da habe ich den Olli gebeten, also bei mir im Büro, auszudrücken, DIN A4 Bildern. Natürlich kennen wir uns und Fritz Meinecke, aber ein paar von den anderen kenne ich nicht. Ja? Ne? Das sind so welche. Bis vor einem Jahr. Ach so, du druckst dir dann DIN A4 Bilder aus und hängst die an die Wand? Dass ich dann halt hinterher. Ja, aber das ist doch gerade, das macht doch gerade sympathisch und du sollst ja auch niemanden. Du hast doch den Jan hast du Lars genannt. Kannst dich daran, hast du das mitbekommen? Das ist einfach witzig. Das ist doch super. Das ist in dem Moment. Wirklich? Das muss so sein. Als wir letztes Jahr im Herbst telefoniert haben, ich war in Griechenland, ne? Ja, weiß ich. Und ich sollte dich erzählen, wie man bei der Bockwelle eventuell besser fährt. Ja. Da habe ich dich die ganze Zeit Knolli genannt, ist halt Knossi. Und ich weiß nicht, wer war da neben dir? Ich habe gesagt, was sind das, was macht ihr? Pass auf, wir waren gerade Livestream mit Sascha, unsympathisch TV. Wir sind im Livestream, jetzt heute noch legendäre Clips. Ne? Wir rufen mal Joey Kelly an. Dann habe ich einmal das Wolfsjaulen gehört. Ja, so, du bist dieser Knolli. Und einmal das Wolfsjaulen. Ganze Chatbox explodiert. Hast du das absichtlich? War das absichtlicher Gag? Nein. Wenn wir die übers Feuer hängen, wirklich die kriegen wir nicht geschmolzen. Der Chat hat gemeint, Absicht. Die Jungs von Raf, Stefan, ne, hatten mich angerufen und gefragt, Joey, kannst du hier die Streamers, kannte euch alle nicht, sagen der Wald. Klar, mach mal, das ist kein Problem. Ich bin nur an dem Tag hier im Ausland am Arbeiten. Hier lebt zum ersten Mal und dann kam dieser Anruf und die Verbindung war auch scheiße. Also man hat kaum was gehört. Wir haben gehört, aber knollig. Aber sehr unerfrischend zu wissen, dass wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen, heute noch um wieder im Sumpf zu chillen.
Knolli. Boah, habt ihr das beim Romatra auch? Oh, wenn ihr den seht, kennst du diesen Smiley? Nee, wenn ich Romatra sehe, denke ich immer an Flanders. Über all die Steine. Von Simpson. Diese Bucht lang gegangen, über diese Steine geklettert. Ich denke an diesen Smiley, diesen mit den Augenbrauen und der Nase und der Brille. Wenn du diese so für Fasching oder Karneval kaufst, die du so aufsetzt. Das ist die, das ist der Smiley. Aber guck mal, deren Katamaran. Das ist Huckleberry Finns Dingsfloß. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn. Ach, die Tür ist voll geil geworden. Wow. Aber stimmt das? Dass okay. Oh, wir gehen wieder direkt jetzt wird es spannend. Jetzt. Oh Mann, der Junge. Das kennst du ja gar kann nicht mehr. Dass er ganz alleine ist, ne? Ja gut, das war an dem Tag, wo, ich meine, überleg mal, ich werde jetzt halt quasi disqualifiziert. Warte mal, ist ja nicht so schlimm jetzt. Oh, guck mal, die traurige Musik im Hintergrund. Warte, sag mal leise. Aber du hast ihm den Wasserfilter, hast du ihm mal mitgegeben, durfte er? Durfte. Ja, natürlich. Wir haben nur aus dem Wasserfilter getrunken, weil das Wasser da. Joe ist wirklich ein überragender Mann. Oh. Geil, wie er von dir spricht. Und guck mal, wie inspirierend sein Vater. Der redet aber wirklich meine immer Entscheidung gut. Ist gefallen. Für mich ist es hier heute vorbei, an Tag 7. Hälfte geschafft. So viel wie die Teilnehmer in den 2 Staffeln zuvor. Also die Gewinner. Aber das ist, sorry, wenn ich unterbreche. Ja. Das ist sich, man darf, man denkt dann schon, so man vergleicht es damit Teilnehmern, das darf man nicht, ne? Du musst, da musst du hart bleiben, ne? Aber weißt du, was ich meine? Ja, so. Aber er hat mich gestern angerufen, ne? Ja. Und wir machen eine Reaction-Video für eine von den Formaten. Und ich habe ihm aber auch gesagt am Telefon, Jan, ich werde auch meine ehrliche Meinung sagen. Es bringt nichts, wenn ich nicht sagen kann, dass ich sage einfach, ich war schon sauer auf dich, weil du hast quasi den losgezogen. Aber ich mag dich trotzdem. Ne? Aber wir können miteinander einfach ehrlich sprechen. Du warst wirklich sauer, ne? Ich war sauer auf die Situation, hatte keine Wahl. Guck mal, ich hatte überlegt, ihn halt quasi im Baum zu fesseln. Pass auf, ey, wahre Geschichte, Ich sag einfach, wir sind zurück alle, egal wer wann wie wo abgebrochen hat, läuft das die Kamera? Ja? Ich stehe draußen, ich sehe Joey steht da unten an, so hier auf dem Rasen da, wo wir immer gegessen haben, schön in der Hotelanlage. Ich, Joey, jetzt erzähl mal, wie war das? Ja. Ich habe überlegt, soll ich ihm sein Gerät wegnehmen? Soll ich ihn am Baum festbinden? Aber es ist Freiheitsberaubung. Klar. Ich denke, wirklich, also Joey, wirklich, du wolltest den festbinden. Ist so. Boah, stell dir das aber mal als Material für die Show vor. Ja, guck mal, ich hätte dann ganz einfach, ne, hier den Beeper geklaut, das Satellitentelefon und fertig. Dann hätte ich das Ding einfach versteckt oder mir in der Tasche gesagt, ja, hol dir das, Jan, wenn du willst. Dann gibt's aber Probleme. Boah, stell mal nach 14 Tagen, wenn weißt die ab... Weil Jan, es war nicht so, dass er verletzt war. Ihm ging es auch gut. Ich sage einfach, ich habe keinen Bock mehr. Ich sage, kein Bock existiert nicht, das ist unfair. Du hast mir High Five für 2 Wochen gegeben, Jan. Ne? Da habe ich aber auch Bock mit Joey Kelly in die Wildnis zu gehen. Jan, weiß ich jetzt nicht. Das Ganze ging noch schlimmer. Da habe ich überlegt, dann kam auf einmal Paranoismus im Kopf. Kennst du das so? Worst case, musst du halt dir überlegen. Und dann ist es so, da haben die am Telefon, die Produktion, sagt, Joey, du hast jetzt im Hubschrauber, wenn wir dich abholen, einzusteigen und mitzukommen. Es ist so gegeben, du musst, lass laufen. Ich bin gespannt, was, ob die... Stimmt die wollten dich mitnehmen, sozusagen. Also du stimmt die Geschichte, ja, dass du das Satellitentelefon, ich habe das gehört, ja, du hast das Satellitentelefon genommen, hast angerufen, ich bleib da, keine Diskussion, ciao. Und wieder aufgelegt? Das stimmt. Aber es ging einen Schritt weiter. Lass mal laufen. Ja, wir lassen quasi laufen. Wenn der, ich erzähle das, wenn der Jan keine quasi Diskussion mit dem Hubschrauber weg war. Weil an dem Moment, ich wusste nicht, was abgeht. Aber das zeige ich euch. Wirklich sehr, sehr happy. Und ich will mich jetzt einfach wieder meinem wahren Ich widmen. Und das ist Spaß haben, Stimmung verbreiten, mich in sinnlose Stunts reinjagen, mich von ihren Höhen stürzen. Das ist aber auch nicht er, aber so kennt man ihn nicht. Das Survival-Experiment so kennt man in Kanada. Das ist nicht er. Das hat das kennengelernt. Ja, ja, der ist ein ganz positiver Typ. Das, das ist nicht sein Ding. Aber ich sag mal, lass uns mal ein auch weiterer starker Typ, und Dave. Ich einfach, ja. Das war der erste Staffel, am ersten Millionen Tag direkt. Er sagte, ich kann alleine nicht leben. Geht nicht, ja. Vielleicht habe ich den Fehler gemacht, dass ich mit ihm zu wenig gesprochen habe.
Das ist immer nur so. Aber du gehst auch davon aus, jeder ist so stark. Geile Erfahrung. Nein, Dolly, ich bin nicht stark. Mental stark. Sehr, du bist so super sehr mental viel stark. Du isst irgendwelche toten Hasen am Straßenrand, weil du durch Deutschland irgendwie läufst. So irgendwelche angefahrenen Hasen. Nicht mehr viel lernen, hast du gesehen? Natürlich. Bei Stern-TV. Irgendwelche Hasenkadaver hast du nochmal aufs Feuer. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich weiß, dass er es genau so ist. Das hab ich sogar gesehen. Das hab ich in dem Moment gar nicht aufgenommen. Ja. Ist doch noch gut, der Hase hier. Ist doch noch gut. Komm. So, jetzt bin ich gespannt. Oh oh. Oh oh, oh oh, Verkündung. Ich spüre seinen Herzschlag bis hierhin. Ich hab dir ein paar Blaubeeren geholt, Jan. Letzte Versuch. Letzten Strohhalm. So eine Handvoll. Okay, das ist irgendwie süß. Aber auch nicht so viele Menschen. Ja, nee. Das ist ein bisschen mehr. Aber das waren alles roten, ne? Nee. Die guten, ja. Genau, okay. Weil wenn du die falschen nimmst, dann kriegst du quasi ja, Bauchkrämpfe. Meine Entscheidung ist fein. Boah. Ich werde jetzt hier gleich aussteigen. Er hat richtig Angst. Oh, der hat richtig Angst. Ich kann der weiß schon, dass er nicht darf. Er darf nicht aussteigen. Zu bleiben, ein Tag. Für mich. Ich will. Joey, aus Persönliche. Für mich. Genau, ich versuche alles. Was ich meine, nach einem Tag kann es sich ändern. Der kann so dann ja, doch irgendwie raus aus dem Tal. Und du hast bist du denn halt quasi im Hotel rumgegangen? Weiß ich nicht. Ist mir auch gerade egal. Ich will hier einfach weg und meine Entscheidung ist gefallen. Und aber wovon hast du Angst? Dass ich hier psychisch verfall. Und ich will einfach nicht in dieser Verfassung sein. Ich akzeptiere es. Und auch wenn es mir natürlich ja, für mich nicht gut ist, weil damit sind wir als Team nicht mehr im Rennen. Das ist. Du willst auch immer ein Sieger sein. Ich will auch zumindest alles geben, dass man halt mitgewinnt. Ja, du hast ja quasi alles gegeben. Ich gehe nicht. Ja, ich bin geblieben. Deine Situation war ja auch schon von vornherein spielend. Zuerst noch Healing. Das war klar. Da, weißt du, mit dem wärst du auch nicht länger dran. Der wäre noch früher. Ich glaube, mit Andreas Kili hätten wir wahrscheinlich uns umgebracht. Oder? Das wäre wirklich jeden Tag drei Schlägereien. Wie war das jetzt der Moment, als er das Gerät gepackt hat? Scheiße war das. Ich dachte, ich habe in den letzten Minuten, ich wollte ihm das Gerät wegnehmen. Und einfach das Gerät im Wald verbuddeln und so einfach. Ja. Ja, einfach sagt, ins Meer reinschmelzen. Die holen uns ab. Also ich meine, das heißt weg und dann hätten wir das Ding verschanzt. Und in ein, zwei Jahren ist er dir dankbar. Gott sei Dank hast du das gemacht. Ne? Wir haben es geschafft. Ich glaube schon. Ich kann meine, sein. Aber dann gehst du in den Knast. Wahrscheinlich, ja, weil ich halt einfach. Nee, aber ich hätte auch sagen können, pass mal auf, ich habe das geraubt, okay. Das ist, hätte ich ihn angefesselt, dann ist es, aber hätte ich sein Gerät geklaut. Er ist richtig tief in der Tat. Wird der Richter sagen, sag mal, sie haben ihn da. Er wollte aus der Situation raus, du hast ihn da gehalten, egal. Nein, wie, aber ich habe gesagt, er kann doch gehen, er kann doch am Floß bauen und abhauen, mehr will. Ja, ne? Vielleicht. Ah, das Floß, das bringt aber auch Bewährung. Direkt vielleicht auch Bewährung. Vielleicht. Oh, jetzt kommen die. Und dann, sauer, steht da. Ja, das ist genau. So ein Hals. Aber da ist Jan wieder er selbst. Guck mal, da kommt er jetzt wieder raus. Guck mal, der trotzdem war doch alles nett. Okay, jetzt machen wir einen Stopp. Ja. Okay, jetzt haben wir, wie heißt nochmal dieser Ranger? Weiß ich nicht mehr. Also die hatten insgesamt zwei Rangers. Ja, genau, ne? Zwei Stück, ja. Und einer davon ist bei der Fremdenlegion. Und der andere ist ja auch Spezial, wahrscheinlich KSK-Kämpfer oder whatever, ne? Und ich dachte, weil am Telefon, als ich die Produktion gesagt habe, ist mir egal, ich bleibe, dass die genau diese Jungs mir schicken und dass die mich verhaften und mitnehmen. Das dachte ich wirklich. Ich sage einfach, das kann passieren, das könnte Worst Case sein. Weil die warum haben, bist du so hinten so, verdeckt mit Kamera an, wie nein, die Leute, die sich wehren mit Handy dann so. Nein, rangehen. Nein. Hey, ich film mit,
Ich weiß genau, was ihr vorhabt. Nein, nein. Was du nicht weißt, ist, dass ich den Jan gesagt habe, okay, gib mir eine halbe Stunde und du gehst, drüber nachzudenken. In der Zeit habe ich alle meine Sachen im Wald versteckt. Falls die kommen und mich verhaften wollten, dann würde ich wegrennen. Warum sollen die dich verhaften? Ja, weil die halt die Oberhand haben, weil die halt quasi zuständig sind für die Sicherheit. Ich stell mal vor, was mache ich denn gegen zwei Top-Militärtypen, die dann kommen und mich dann halt anschnallen? Aber warum sollen die das machen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, weil die sagen, du bist raus aus der Show, du musst mit. Genau, du musst mit, wir bringen dich quasi in Sicherheit und wenn du da abhauen willst, dann mach das. Dann dachte ich, okay, wenn das passieren sollte, dann hole ich in der Zeit, wo der Jan halt quasi drüber nachdenkt, ob der nicht kommt, hole ich alle Sachen, meine Sachen, das komplette Kamera-Equipment und alles, alles im Wald versteckt, dass sie das nicht finden, dass wenn die kommen sollten, dann renne ich weg. Aber du bist doch gelaufen, dass die Synapsen auch nicht mehr ganz sind. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das habe ich noch keiner erzählt. Aber das glaubst du doch selber nicht, dass das passiert. Es ist nicht unmöglich. Das ist doch komplett unmöglich. Das ist doch komplett unmöglich. Joey, da kommt doch keine SEK-Einheit und fesselt dich und transportiert dich ab. Stell dir mal vor, er rennt deine Beine zu seinem Sack. Aber das könnte worst case sein, dass sie dann sagen, okay, den holen wir jetzt. Ist uns egal, der wird einfach von uns gefesselt. Wir haben die Verantwortung für die Sicherheit. Der hat halt quasi hier raus aus der Produktion zu gehen. Wir gehen dahin und wir holen uns einen Schnappen. Ja, so weit darf und selbst da würdest du dich noch widersetzen. Du bist da hingefahren, dann widersetzt du dich auch der Produktion, dann schalten, ich bleib hier draußen, mir ist alles egal, dann geht ich es mag nicht. Ja, aber die könnten das ganz einfach machen. Die könnten quasi kommen und selbst wenn die mich quasi nicht verhaften und anschnallen, die könnten das komplette Equipment mitnehmen, dann bin ich auch am Arsch. Nehmen die halt den Schlafsack mit, nehmen die halt quasi meinen Wasserfilter, die Klamotten, die brauchen nur die Sachen im Sack packen und sagen einfach, dann bleib doch mal hier. Aber die Sachen gehören uns als Produktion und du kannst gucken, wie du klarkommst. Dann dachte ich, okay, das ist scheiße. Dann habe ich meine Klamotten nicht, mein Messer nicht. Dann habe ich mein Schlafsack nicht, gar nichts. Und machen den Shelter noch kaputt. Stell mal vor, die Säge weg. Du bist komplett so weit Leben kann das gehen. Das passiert das, nicht. Ist doch Seven Boys. Ich meine, das ist doch eine schöne Show mit positiven Gefühlen. Wir sind doch nicht im Krieg. Ich muss doch vom Worst doch, Case ausgehen. Ist doch nicht Rambo. Wir spielen doch nicht Rambo Guck Reality Show. Aber stell dir mal das vor. Da steht da wie John J. Rambo. Steht da hinten, ey. Jetzt wirklich, dann renne ich in den Wald. Das war so. Dann dachte ich. Deswegen ist er auch so hinten. Weil er mich gegangen hat. Ja, genau. Weil mit der Kamera als Schutz. Ich wusste nicht, wer aussteigt. Und dann habe ich gesehen, nur einer ist ausgestiegen. Nee, Messer nicht. Also so weit ist nicht. Also ich kann. Sondern halt, ich dachte, Möglichkeit, wirklich, die kommen, nehmen einfach alles mit, sei einfach. Wenn du dann hier bleiben oder doch worst case, handschnell, zack, du bist jetzt verhaftet, du kommst jetzt mit. Du hast hier nicht, du Kamel, wir haben den Überhand, wir haben hier die Verantwortung für halt was. Aber kann ja wirklich sein, es war ja so gedacht, setzt einen Kandidat, macht er es nicht mehr, ist das Team raus und verlässt auch die Insel. Richtig. Ja, aber verhaften, stell dir die jetzt mal raus mit den Handschellen, kommt zu Joey. Aber die wissen doch, dass Joey sich wehrt. Er macht das nicht, der hat am Telefon, hast du klipp und klar gesagt, Dude. Ja, ich bleib hier, keine Diskussion, ciao. So war's, ne? So war das, ja. Und dann war keine Reaktion mehr, ne? Nein, dann haben die natürlich auch achtmal versucht anzurufen und Jan kam zu mir und sagt, lass mich in Ruhe. Oh. Ja, und ich sag, Jan, weg, ich will mit keinem reden. Du kannst gehen, ich bleibe hier. Fertig, da gibt's keine Diskussion. Genau. Wenn der hier bleiben will, bleibt er. Das ist doch nicht normal. Hast du aber nicht kurz drüber nachgedacht, dann gehen wir halt, dann gehst du auf halt. Keinen Fall. Nie, never. Warum? Warum war dir das so wichtig? Weil ich die Zeit geblockt habe, dahin zu. Ja. Stimmt, die Termine eh schon alle abgesagt. Was soll ich jetzt machen? Genau, und ich meine, ich will ja, wenn zumindest kann ich sagen, ich habe dann halt alles gegeben und habe dann halt quasi, ich bin so weit gekommen, dass ich dann halt, das werden wir halt natürlich auch sehen bei den nächsten Folgen, aber dass ich halt quasi das Ding an meine Grenze gekommen bin, vielleicht, und zumindest so viele Tage gerockt, wie ich könnte. Voll. Joey Kelly, ey. Das klingt wild. Joey Kelly, da sehen wir nochmal hier. Joey Kelly und sein Azubi. Mhm. Er ist schon ready für seine Verfolgung. Ausbildung abgebrochen, ey. Ausbildung abgebrochen? Ja, wirklich. Okay, dann gucken wir mal weiter. Guck mal, wie er sich freut. Ja, 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 klar. Der ist an dem Moment, wo das Ding gekommen ist, da war der schon. Ja. Da, Sachen alle versteckt, ja. Dann hab ich, als die weg waren, dann habe ich die alle wieder geholt und dachte, vielleicht kommen die nochmal. Aber ich hatte schon einen versteckt, wo
du findest ja nichts. Also dann müssen die, das war schon 17 Uhr und zwei Stunden später, drei Stunden später war schon dunkel. Boah, ja. Ne? Guck mal, drei Teams schon weg. Nach sechs Nächte, also ist der Beginn vom siebten Tag. So, jetzt ist der Flug weg. Vielleicht schafft es auch kein Team. Kann ja auch sein. Und Jan? Ja, kann sein. Da oben geht er. Hast du den Hubschrauber gehört? Genau. Nach sieben Tagen. Oh, ich habe da mal was gehört und ich war so, oh, wird jemand abgeholt? Aber ich weiß nicht mehr, welcher Tag das war. War Limit für Jan. Ich auch. Drohne habe ich gehört. Wir sind da nackt am Strand. Ich denke mir, boah. Und die haben auch nicht Bescheid gesagt. Respekt, ich denke so, oh Gott, für sieben Tage was. Durchhalten. Muss man erst mal machen. Oh, hast du noch das Positive gesehen? Oh. Schade für mich, aber ich bleib hier und kämpfe weiter. Ausscheiden, Team Joey und Jan. Durch Jans Abbruch ist sein Teampartner Joey Kelly automatisch mit ausgeschieden. Auf eigenen Wunsch wird er versuchen, die verbliebenen sieben Tage alleine zu überstehen. Wie es Joey dabei ergangen ist, wird nach dem Staffelfinale in einer Bonusfolge gezeigt. Also da kommt eine Bonusfolge. Nur du. Stolz bist du schon. Habe ich gehört. Also ich habe. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, die brauchen wir aber auch. Wir wollen ja wissen, was. Guck mal, da dieses Team an. Hier. Guck mal, unser Haus. Wie findest du unser Haus? Wo stammt dieses Teil her? Ja, das ist jetzt die. Perfekt. Dach. Die anderen voll. Ich habe nur die ersten vier gesehen. Ja, ja. Ja, ja, okay. Und das ist jetzt 12. Ja, ja. Das heißt, ich weiß, guck doch mal. Ja, macht ja nichts. Siehst du ja unser Haus. Das ist geil. Natürlich geil. Und was ist das? Das ist jetzt eine Matratze. Nee, das ist. Also mal in die Pappe, die wurde angespült, so ja. Komisch. Und habt ihr da drin zusammengepennt? Ja. Ist das nicht im ein bisschen eng? Wir haben zusammen gekuschelt. Ja? Okay. Das Erste, was wir jetzt machen, ganz klar. Schauen, ob ein Fisch im Netz ist. Immer. Das war immer vielleicht spannend. Sogar zwei. Wir haben immer Netze hinten ausgesucht. Sascha hat nicht dran geglaubt, dass da hinten in diesem komischen Tümpel Fische sind. Ich habe das Wasser beobachtet. Gemeinsam mit ich habe Blasen gesehen, ich habe das Netz ausgelegt. Was ist das? Da ist ein Fisch drin, oder? Ist ein Fisch, oder? Warte mal, warte mal. Verdammte Scheiße! Ich war nervös, weißt du? Klar. Ich bleib ruhig, ruhig. Oh fuck. Fisch! Das sind ja viele Fische. Fisch! Wow. Das sind so Plastfische auf dem so komische. So wirklich die Augen Fisch, so, Fisch, der Mund Fisch, so. Fisch, Fisch, okay, Flachfisch. Fisch, ja? Fisch, 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 Fisch. Das Netz ist Gold. Konntet ihr das wiederverwenden? Oder hat sich ja, ja, nee, wir haben das schon mal wieder benutzt. Wieder so ein dünner, gell? Ganz dünner. Wieder diese dünnen Schollen. Super. Aber ist das gefangen. Das erste Mal, wo ihr Fisch. Nee, 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 wir haben einige gefangen da hinten. Am das Anfang, Sascha hat gesagt, da ist nichts drin. Ich habe das Wasser beobachtet, stundenlang. Immer ein paar Blasen sind. Ich sag, Sascha, da sind Fische drin. Okay. Irgendwie müssen die mal mit der Flut da reingespült worden sein. Keine Ahnung, woher die kommen. Da leben die drin. Und dann haben wir welche gefangen mit Zähnen, also alle mit verschiedenen, aber viele von diesen Platten. So, ja, Freunde, ja, aber ist ja egal. Werde jetzt versuchen, habt ihr alle gegessen? Wir haben insgesamt über 40 Stück. 40 ja, Fische? Ja, aber wir haben dann irgendwann im Meer gecachert. Wir haben aus einem Netz Kescher gebaut. Also Sascha, Brühe, 10 Stück so klein. Vor den Bären, denn okay. Ich denke, wir waren nahrungstechnisch gut. Wie war es bei dir, Anna-Kathrin? Also es war super. Hat man ja schon gesehen. Den Krebs, genau. Den großen hatten wir am Tag 4 oder 5. Genau. Und der gibt halt Energie. Vielleicht ein paar Schnecken. Sehr, sehr gut. Und auch Schnecken haben wir ganz viele gegessen. Also es war gar kein Problem, was jetzt Nahrung angeht. Aber Schnecken, hä, hey, die war, hast du mal gegessen? Nee. Nee, musst du mal essen. Wirklich grillen. Ich schwör's dir, Knossi, ist super. Die kleinen schwarzen, und oder? Nee, die sind draußen. In so einer kleinen Schale. Okay. Ich weiß gar nicht genau, wie also, die heißen. Und wie sie, direkt am Salzwasser. Und kleben so an Steinen. Und dann kannst du die so abwichsen. Zeige ich wahrscheinlich gleich auch in der Folge. Was ist das denn? Habe ich eine Reuse gebaut. Oh, Alter. Und da habe ich drei Fische mitgefangen. Ja? Die rein. Aber ich habe es nicht, also zum einen, ich habe es nicht gefilmt, weil das war abends. Und wir wollten kein Feuer mehr machen und haben die wieder freigelassen. Und ich dachte mir, funktioniert ja super, geht wieder ein Fisch rein. Kein Fisch drin. Keiner mehr drin. Finde ich einmal drin. Nur geklappt. Ich schwör's dir. Ja, aber diese schwarmartig, die waren auch mal nicht da und so. Ah, ja, das war ein bisschen gelassen. Habt ihr diese Muscheln gegessen? Und so weiter nein. Die waren rot. Schon mal hier. Genau, es ist so, du meinst jetzt die Coquillage, die normalen. Es hieß aber von vornherein, von Briefing, dass in dieser Jahreszeit diese Muscheln gefährlich sein können. Das ist kein Briefing. Ne? Nee. Also mir hat der Ranger gesagt, bevor wir gestartet sind, das pass auf die Muscheln aus, esst lieber nicht. Die könnten in dieser Jahreszeit auch verdauen. Ja, ne? Also ich wollte. Sascha, zwei, ich drei ins Feuer rein. So. Schnecken gehen. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Die sind so komisch, auch rötlich. Genau, wenn die rötlich sind, dann gibt es halt quasi irgendeine Seuche, ja, sagte er. Und das ist dann halt quasi, du wirst krank, dehydriert.
Fieber weiß, und Durchfall bekommt, und. Hey, nee, eure Ober. Muschel, also eigentlich so, die soll also schon, glaube ich, so aussehen, wenn du die kochst. Das war schon das okay. Aber wenn sich so ein roter Schleier über das Wasser, das ist so eine Alge und das ist dann die Red Tide. Ja, genau. Die hat man nicht richtig gesehen, aber dieses Risiko einzugehen. Genau. Ach, guck mal, das ist die Schnecke. Auch wenn Red Tide ist, weil die das nicht annehmen. Ah, da sag ich sogar gleich zu den Muscheln. Die Muscheln saugen das auf wie einen Schwamm. Deshalb, falls ihr euch fragt, warum wir keine Muscheln essen, das liegt daran. Auch wenn das hier nicht danach aussieht, als ob hier Red Tide ist, das will man trotzdem so natürlich sicher gehen, denn man will nicht krank sein. Ja, das ist doch auch den Fisch getötet. Ja, was soll man machen? Und ja, die Schnecken geben enorm viel Energie. Ja, absolut. Es ist nicht geil. Und dann auch die Gesellschaft, wie die kommen. Oh ja, du musst den Kopf abschneiden von einem Krebs und so, aber es funktioniert nicht. Die haben ein Kreuznervensystem und da kannst du nicht einfach den Kopf abschneiden. Ich finde es trotzdem. Also, habt ihr euren Frosch gefilmt? Ja. Und ihr habt den nicht getötet, sondern immer... Nein, der ist einfach abgehauen. Der war am vierten Tag oder so. Wir haben so eine große Schale, da haben wir halt Wasser reingemacht, da haben wir Grün reingemacht. So aus? Also so, dass er halt quasi... Dass er sich freut. Euer Aquarium. So ungefähr. Das war so ein 5 Liter Kanister, der angespült ist. Und oben halt quasi eine Öffnung gemacht. Und da drin halt quasi so, dass er frisch bleibt. Aber der war zum vierten Tag weg. Und wollte unbedingt, dass der Jan das ausprobiert, zu gucken... Nein, das funktioniert. Ich hätte es gegessen. Die aber ey, das war todesgiftig. Aber glaubst du wirklich? Danach hieß es die Frösche dort. Ich bin auch immer aufgewacht und links am Kopf hatte ich immer Frösche. Oh, bei mir auch mitten in der Nacht Frosch einfach ins Gesicht. Ja, da dachte ich, ja und auch Mäuse in den Frösche Haaren. Am Kopf. Ich hatte Mäuse in den Haaren an zwei Nächten. Ich habe es nicht gefilmt, aber ich schwöre es dir, Hanna auch. Wir hatten Mäuse und Frösche in unseren Haaren. Mäuse habe ich nicht gehabt, ja. Also Frösche, ich habe Mäuse. Ich habe einmal einen kleinen Maus gesehen. Der war ganz klein, so ganz roh und ganz klein, aber auf 2 Meter so ungefähr. Und dann ist er in sein Loch reingekrochen. Ja, wild. In den Haaren verfangen. Und dann waren die drin, ja. Also du machst ja wieder raus, aber die waren drin. Das jetzt mal wie haben die geschmeckt? Das sind die... Die richtig lecker schmecken. Guck mal, da packen wir, machen wir die halt gerade ready. Ja. Und du packst sie einmal in heißes Wasser. Genau. Und damit die dann leckerer schmecken, musst halt bestimmte Bereiche von den Schnecken abschneiden. Da sieht man das auch. Und dann grill ich die auf meinem Messer. Und das ist halt, Hanna mag halt nicht so gerne Fischkram. Für mich halt umso besser. Deswegen habe ich halt einfach um alles gegessen. Und kanntest du Hanna gut davor? Gar nicht. Gar nicht. Also wir haben uns einmal trainiert. Siehst du, kann auch gut gehen, Joe. Und habt ihr euch gut verstanden? Die schmeckt richtig war gut. Super. Also ist heute auch, danach habt ihr guten Kontakt? Ja, wir sind immer mal wieder in Kontakt und das ist ein absolut liebes Mädchen. Kann man sagen, dass man halt mit sowas Friends Forever ist oder man braucht sich nie wieder sehen? Ich glaube, dass du in der Zeit merkst, ob du entweder für immer Kontakt hast oder nicht. Glaube ich schon, weil du bist ja im besten Fall 14 Tage mit einer Person aufeinander und du merkst dann ja für dich... Magst du die Person oder nicht? Kannst also ich bin jetzt mit Sascha auch nicht jeden Tag in Kontakt. Nee, immer mal wieder, alle paar Wochen oder so. Aber wenn wir uns sehen oder wenn wir... Das ist ganz special für mich. Aber bei euch merkt man, da ist schon eine absolute, sag ich mal... Verbindung, ja? Ja. Bei uns ist special. Wir sehen uns mal. Aber es ist anders. Ihr kennt euch seit klein auf. Aber das stimmt nicht. Wir kennen uns auch nur seit Panama. Einzeln waren wir draußen. Ne? Vorher kannten wir uns gar nicht. Aber ihr versteht euch gut. Super, ja. Und deswegen hat das auch dann mal so geflasht. Und bei euch, wie bei mir mit Jan, man kennt sich nicht, man lernt sich kennen, dann dauert das eine Zeit. Zwei Generationen auch, komplett. Wie alt ist Hanna? Die ist 32. Okay, das heißt, die ist 10 Jahre älter wie du. Oder 9. Das ist sehr wahrscheinlich dumm. Aber guck mal, das könnten boah, die Dinger, ey, da habe ich auch einmal reingebissen in diese Schniedelalgen. Boah, das sind Elektrolyte, Junge, da kannst du ja alles sparen. Ja, aber ekelhaft, aber Joey, hast du in diese Dinger, in diese Schläuche gebissen? Nee, nee. Die gab es auch bei uns. Wir hatten eine Stelle, die Strand war geil und schön, aber wir hatten halt quasi solche Ressourcen nicht. Also wir hatten halt quasi wirklich diese Muscheln zum Beispiel, die du hast. Die haben wir früher als Kinder in Frankreich gesammelt und gekocht. Die nimmt man halt auf Französisch halt Chapeau Chinois, also chinesischer Dings. Aber bei uns gab es an dem Felsen halt davon vielleicht 2, 3 so klein, wo du dachtest, das lohnt sich nicht. Also es, und hattet ihr auch einen Zahnbürsten Kopf? Oh ja, habt ihr wir auch haben einen geteilt? Gehabt, aber für 2. Wir haben einen gehabt, wir haben immer geteilt. Ja, wir auch. Ja. Das hat mich auch nicht geekelt. Ich auch nicht. Sascha hat es benutzt und ich habe es auch benutzt. Das war wunderbar. Das war mir alles egal, Joey, sowas ist mir egal. Ja. Was habt ihr gemacht für Zahn? Keine, wir haben es so gemacht wie die Kelly früher. Wasser filtern und trinken, einfach nicht gebraucht. Früher habt ihr nie?
Wir haben nie geduscht, also ich weiß nie Zähne geputzt. Aber ich habe auf jeden Fall zu wenig getrunken. Was hast du nicht? Das war Vorurteil. Das haben die Leute haben das. Du kennst das nicht. Nein, nee, aber die Leute haben das ja, so klar. Ja, das war gesagt. Ah, mit ja, der Brühe ging es ganz. Ah, stimmt. Der kürzeste Kelly wird. Okay. Hab das schon wieder ganz. Ein Kelly unter der Dusche. Daher vielleicht auch die Power heute. Ja. Guck mal, Freunde, der Tisch hat sich ja, jetzt schon bezahlt. Du hast das alles mitgekriegt, ne, damals. Ich finde das so geil. Man hat einfach was zum Abstellen. Ey, das habt ihr gebaut? Ja, guck mal, hab ich gerade einen Tisch gebaut. Ist das geil? Naja, ich so eine Platte gefunden am Strand. Und wir haben heute original 10 Bären. Das heißt, jeder bekommt 5. Oh, also irgendwann gab es diese schwarzen Bären bei uns nicht mehr. Oh, bei uns auch nicht. Das war sehr begrenzt. Aber wir waren auch recht nah beieinander, wir beide. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die anderen werden schnell reif. Die wurden jeden Tag, habe ich das Gefühl, sind wieder dunkler geworden. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, da waren immer weniger. Du meinst, das sind ein paar Tage später und dann waren die doch reif. Ja, es gab ein paar. Das Fehler, was die ersten gemacht haben, das Fehler, was ich glaube, ein bisschen Jan gemacht hat, ist, der hat irgendwann, sag ich mal so, weil es ist sehr mühsam halt, genügend Reife zu finden. Dass er dazwischen auch andere hatte. Ich habe irgendwann auch ein besseres Dach haben. Ja? Ich hab dazwischen noch die hellen, die halt so pinkfarben noch waren. Ah, nee, die sind giftig. Die Farbe hier, wie die Traube hier. Ja, es gibt eine, die. Hä? Nee, das waren unsere. Ach, die bloß. Bloß, die waren noch nicht so reif. Genau. Die habe ich alle gegessen. Ja? Keine Probleme. Und keine Probleme. Das habe ich auch gemacht. Das war okay. Irgendwie kann ich noch warten. Wir haben alle Reifen schon von allen Büschen, die wir hier erreichen, weg. Ja. Vielleicht. Dann habe ich auch die genommen halt. Ja. Das ist doch alles so morsch und. Das macht nichts. Mistig. So, weil da hinten diese kleinen Quellen versiegt sind, wo es aus dem Stein kam oder da hinten aus den Felsen getropft ist. Wollt man die Quelle abchecken? Die ist kleiner geworden. War euch manchmal kalt? Ja. Am Wasser, ja. Wir hatten die Nordfront. Da gab es richtig Wind. Und das war schon teilweise richtig kalt. In der Nacht. Aber mit komplette volle Montur geschlafen. Ja. Und dann Schlafsack und. Also, nee, ich habe mir schon gemütlich gemacht. Ich hatte lange Unterhose, ich habe Hose ausgezogen, Socke ausgezogen. Okay. Manchmal oberkörperfrei und dann komplett im Schlafsack. Wie, dass ich mich so fühle, wie wirklich abends im schönen Zimmer. Ja, nee, wir haben. Also, ich habe komplett mit der vollen Montur gepennt. Weil ich, mit der Jacke auch. Ja, Jacke und auch. Schuhe? Schuhe nicht, nein. Die Boots. Ja, Knossi. Immer wieder. Ist noch nicht vorbei, der Tag. Glaubst du, dass man halt so einen Wolf so essen kann? So kleine Fische zu keschern. Stimmt. Ich sag's nicht, wie es ist. Da essen die Hunde, ne? Es ist nicht einfach. Also wird der Wolf auch. Was mir halt leid tut, ist für den Sascha. Der braucht viel mehr als ich. Ich habe auch so viel Fett angefressen. Also Sascha, ich habe viel mehr Fett. Ich habe versucht, Ich habe die Fische irgendwann. Genommen. Sascha hat die viel mehr gebraucht. Versucht, so viel wie möglich. Der ging trainiert. Der hat so schnell abgeworfen. Ich habe dem alles gegeben. Wir haben versucht, so viel zu fangen. Sascha soll dir alles. Er hat alles ausgelutscht. Sascha, du brauchst es. Ich habe nichts mehr dann genommen. Nur noch so Bären. Ich habe das nicht gebraucht. Der hat ja weniger als 10% Fett. Den ganzen Fisch. Der ist ja halt. Auf den Fisch, den wir heute gefangen haben. Trocken. Er will immer halbe machen. Er ist halt ein Herzensguter. Ich brauche dich nicht. Ich habe schon genug Reserve. Ich habe keinen Hunger. Du hast insgesamt wie viel abgenommen? Weiß ich nicht, was locker 12, 14 ja, Kilo. Sowas, ja. Verlierst jeden Tag ein Kilo. Ja. Das am Anfang sogar mehr. Die ersten 48 Stunden wahrscheinlich ausgesetzt, wo 4 Liter, Flüsse weil du halt sind. Wenig trinkst. Das ist halt einfach Flüssigkeit, nicht der Fall. Also, vielleicht haben die anderen Kandidaten aber gestern, mehr Glück. Das, was ich da gerade sage, wir haben alle gedacht, wir kommen an Flüchtlinge. Dafür haben wir schöne Landschaft und ein paar Bären. Aber gar nichts. Ich hätte so gerne, ich habe auch davon getrunken, wir angeln geile Lachs. Oh, wir haben auch Speere extra mitgenommen. Wir denken, ich habe mich so informiert wegen der Woche. Dass die Lachse, die dann halt quasi hoch an den Seen gehen, dass man halt... Die aber zu Seite, gefährlich, dann, weil die Bären uns dann wirklich attackieren. Ja, nee, da ist ja gerade zur Lachszeit haben die Bären ja... Ist das guck mal, bei die Bären, ja, bei uns, ja, immer so nah? Ja. Also wir hatten vielleicht auf, keine Ahnung, das sah so aus auf 500 Meter, aber wahrscheinlich war es auf 2 Kilometer. Aber so nah. Ey, bei uns die waren auch laut, ne? Orca war manchmal 20 Meter von der, ist da reingeschwommen. Was kann, denk ich daran? Wir haben nur gesungen und so. Wir auch, aber das wird nie reingeschnitten. Wir haben richtig so komponiert. Durch den Monsun. Das Tokio. Dann wird alles gut. Hast du die schon mal gesehen, Tokio Hotel? Klar, ich kenn die. Ja, die haben ja einmal richtig leid getan. Die haben bei Stocker Challenge mitgemacht. Dann kamen die raus, haben wirklich von 50.000 gefüllt 49.000 hier ausgebucht. Das ganze Song. Einfach die hatten auch so eine Phase, wo die auf einmal gehasst wurden. Die war, boah. Guck mal, wie wir den Fisch gemacht haben. Das ist geil.
quasi. Auch das ist natürlich für den Fisch so eine Dankbarkeit verspürt. Das haben wir dann immer so gemacht. Was? Und das hat bestimmt gut geschmeckt, oder? Ja. Aber habt ihr auch Salz gehabt und Pfeffer? Ja, haben wir gehabt. Wir haben Salz und Pfeffer gemischt gehabt in einem Beutel. Salz- und Pfeffermischung. Und wir verwerten aber ich sag dir, das Problem war halt viele Kreten. Ne? Ja. Ah ja, klar. Wir sind jetzt auch nicht das viele Tierspezialisten. Ja. Nur mal. So. Unser Brettchen. Der leckt schon so. Wir haben noch geil angefangen. Pfeffer und Salz, jetzt viel. Aber hier der Sascha hat auch stark abgenommen, ne? Ja, das ist ja ein ganz anderes. So eingefallen. Wenn du mit ihm zusammen dort warst, hast du es nicht gemerkt. Aber erst danach, als wir so gesehen haben, wie wir davor aussehen. Der hat ja was gepostet, das Foto, wo er halt quasi so, da siehst du ja, der sieht ja gut aus. Ne? Der sieht ja vom Körper anders als. Also, die Bilder, wie wir danach aussehen. Ich denn das war so total. Und du hast viele Muskeln. Nein. Ich glaube, bei euch hat man den Unterschied am meisten gemerkt. Ja, immer vorher nachher. Hast du es bei mir gesehen? Dicken krassen Unterschied? Weil ich selber, ich konnte es 0,0 sehen. Oder du auch? Habt ihr das gemerkt? Ja. Ja, hast du bei dir? Du warst ja von vorne. Ich weiß nicht, ich war immer ein Lauch. I don't know. Ich hab gar, du brauchst deins haben. Bei dir hab ich gar nichts gesehen. Ich gönn, ich will, dass du das, dann bist du morgen kräftig, dabei ist Geburtstag. Nein. Mehr. Keine Diskussion. Meinst du nicht? Ich war mit, ich glaube nicht. Du sah gleich aus. Aber du sahst auch gleich aus. Ein bisschen war bei dir. Ich glaube mit 47, also ich bin rausgegangen mit. Ah, okay, vielleicht habe ich doch 5 Kilo. Ich habe mich nicht gewogen, aber locker 10 Kilo. Ja? Boah, ich habe es bei ihm, aber deine Augen waren so gelb. Ja. Du sahst richtig krank aus. Gelbe Augen. Du sahst fertig aus. Ja. Also deine Augen waren gelb, aber Körper habe ich jetzt nicht beobachtet. Aber ich habe auch nicht krass. Das habe ich nicht. Und was sagst du zu unserem Fisch? Ist wunderbar. Weißt du, was ich für Gefühle immer hatte? Diese eine Pippi Langstrumpf-Folge, weißt du, wo sie mit Tommy und Annika auch angeln und so einen Fisch zu. Komm, kennt ihr nicht? Nee. Pippi Langstrumpf. Ja, klar. Oh ja. Ja, da gibt es so eine Folge mit Tommy und Annika, da angeln die. Okay. Die letzten Sonnenstrahlen treffen genau uns. Sieht echt geil aus hier. Oh, und ihr seht hier schon schön. Unsere geile und diese Plane hat bei euch in der Flasche gepasst. Ja, da. Meine Socken. Hat gepasst. Die Socken, ganz klein, ganz feines. Ja, ganz klein und fein zusammengefruchtet. Das hat Hanna übernommen. So eine Arbeitszeit. Und Bett habt ihr halt gut gebaut, gell? Ja, wir haben auch immer gekuschelt. Das war so richtig schön. Ja, so nah waren wir auch gelegen. Ich mit Jan nicht. Aber doch, ich mag das nicht. Bei Sascha haben wir ja auch so an der Seite zubauen müssen, weil die Wölfe, er hatte so eine Angst. Ja, klar. Aber ich habe bei mir offen, weil ich muss nachts pinkeln. Ich wollte offen. Da hatte ich so eine Angst, weißt du? Und bist du dann rausgelaufen oder einfach direkt davor in der Flasche? 2-3 Meter. Okay, ja, klar. 2-3 Meter schon. Papa Platte Reese. Ich glaube, da hat auch keiner gedacht, dass die überhaupt da hinkommen, oder? Also alle haben gedacht, die sind also raus. Wirklich. Dass die eine Woche da sind, gell? Ja, und die machen sich gut. Also, genau, also ganz ehrlich, die werden nicht mal im Wasser. Die werden immer besser. Ich verstehe auch nicht, warum die halt quasi ins Land sind und nicht am Meer. Dann gehen die mit ihrem ganzen Gepäck rein. Ich denke, was macht ihr denn da? Am ersten Tag dann gleich nass, die Klamotten nass. Ich denke, und den geweint an Tag 3, komplett emotional am Ende. Ich denke, jetzt ist es vorbei. Und auch was die da bauen, das ist so, die bauen, weißt du, es ist süß, aber die machen. Ein weiteres geschnitzt, dass wir jetzt 3 haben. Aber Papa Blatt hat schon gesagt, es war das Schlimmste, was er je gemacht hat. Ist das so? Ja, hat er gesagt. Aber der war früher, war der nicht Tänzer? Der hat er auch mal gemacht, ja. Also war auch richtig gut. Ja, aber das glaubt, das ist lange her bei ihm. Schon ewig. So Danko, so Danko, ne? Tripods stehen. Genau, da. Ich bin auch Tänzer. Wir sind hier fix. Ja, du warst Dritter. Fünfter. Die lange Stelle aber du bist vorbereitet. Dann hier heißt vorletzter. Du hast alle. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Einer wird es jetzt hochheben. Das natürlich. Und der andere. Konntest du vorher tanzen? 0,0. 0,0. Bisschen null. Keine Ahnung gehabt vom Wiener Walzer. Ich hoffe so sehr. Aber keiner hätte scheinbar damit gerechnet, dass du bald kommst. Keiner hat mir das zugetraut. Damit hast du. Also hast du es selber zugetraut? Nee. Und deine Partnerin, welche war das? Isabel. Isabel. Aus Schweden. Die ist schon lange da. Ja, genau. Die ist schon seit. Super Trainer. Von Anfang an. Die weiß genau. Ja. Die ist top. Die hat immer an mich geglaubt. Gesagt, ich habe Taktgefühl, alles, wir kommen hier weiter, kommen weiter. Die hat mich immer aufgebaut. Und wie viel habt ihr trainiert? Jeden Tag 8 bis 10 Stunden. What? Jeden Tag. Das heißt, und wo sind die Studios? Ist das Studio ist in Köln, aber die ganze Kamerateam lebt mit dir, fährt mit dir, wo du trainierst. Also waren die bei mir zu Hause. Alles ficken, ne? Und da ist jeden Tag Kamerateam in der Tanzschule. Tanzschule Baden-Baden, jeden Tag. Ja. Wow. Mittwochs Studio, Donnerstag 2 Proben, Freitag eine Probe, Show. Wieder nach Hause. Training. Fandest du es härter, als wenn wir so... Ja. Das ist ja leicht. Und warst du auch auf Tour? Die machen so eine Live-Tour. Das wäre jetzt hier, da wäre ich jetzt schon 2 Monate unterwegs. Genau, natürlich. Aber das ist...
Das Wahnsinn. Ist was für dich, Mann. Nee. Ich sag dir, das ist das Härteste, ja, das was ich je gemacht habe. Ja, ich weiß. Also die haben mich auch ein paar Mal angefragt. Aber das Problem ist, du bist 4 Monate. Ja. Mindestens. Das geht ja von Februar bis Mai. Ja, okay. Aber wenn du als Zweiter rausfliegst, bist du nur 2 Wochen, ne? Ja, klar. Nein. Und das größte Problem ist, man verbringt eine Zeit mit einer Frau face to face. Ey, das war mir auch so. Das ist natürlich. Ich muss den einmal drehen. Klar. Deswegen habe ich mir auch Isabel Edvardsson gewünscht. Gott sei Dank ist sie das geworden in der Show. Du weißt ja auch nicht, wen du kriegst. Ja, klar. Aber du hast ja auch eine Freundin. Man spricht davor auch darüber. Man kommt einem Menschen sehr nah, verbringt sehr viel Zeit mit diesem Menschen. Und ich habe meine Freundin alles eingebunden. Die musste immer dabei. Ich habe gesagt, komm, guck dir das an. Die haben sich gleich gut verstanden. Isabels Mann war auch dabei. Der ist auch deutscher Tanzer. Der hat mir dann immer so Sachen gesagt. Pack die an, pack die an. Ich kann dich doch nicht da hinpacken. Genau. Sagt er, du musst das machen. Das ist Sport, du musst das machen. Okay. Isabel war da. Das ist dann nicht mehr so. Also bei uns war das völlig professionell. War es auf jeden Fall. Aber es gab genügend, sag ich mal, Fälle. Da haben die sich verliebt und das gab hier, Witzer. Der eine, der jetzt verurteilt worden ist. Hoffari. Genau. Und Eckart. Davor, die Silvia Mais hat auch mit allen gepennt. Oder das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Da gab es doch einige Fälle. Ich meine, es ist wirklich eine sehr intensive Zeit. Ne? Ja, und ich meine, in deinem Fall, deine Tänzerin, die hat schon Kinder, festen Mann, die ist schon quasi jetzt nicht. Genau. Die sucht jetzt halt keinen Partner. Die ist so krass den Wind durchballern. Und, ja, deswegen, ich mach das nicht. Aber geil, aber da muss man wirklich, das muss man erstmal können. Das musst du dich dann wirklich. Du packst ihr ja komplett an. Ihr seid euch wirklich nah. Du hebst sie hoch, alles. Sollte passen. Meine Schwester Maite hat das vor 10, 12 Jahren gemacht. Ja, die habe ich einmal da getroffen, auch Backstage. Und die fand mich gut. Die gesagt, heute, super. Und die hat das Ding sogar gewonnen. Ich meine, die hat es top gemacht. Damals gab es aber nicht so starkes Konkurrenz wie heute. Heute kommen die halt mit Leuten, die so einen Parallelsport machen. Ja, pass auf. Jemand, der Turner ist. Ja, Philipp Boy, Turner, Kunstturner. Anna Ermakova, die hat 15 Jahre Ballett gemacht. Ja, klar. So, und die sind dann ins Finale gekommen, weil ich dann da war, für mich dann Schluss. Ganz hinten ist unser Shelter. Du hast immer wirklich die machen dann Zirkustricks. Die bringen dann einen Choreograf. Da ist doch Tänzer und Choreograf. Das geht doch. Das ist doch unfair für die anderen. Das ist trotzdem eine geile Sendung, muss man sagen. Hier, für die nächste Staffel, das weiß noch keiner, da kommt ein Kelly. Sehr, sehr geil. Sag noch nicht welchen. Ja? Der macht mit. Wir sind schon die ganze Zeit am Rätsel. Ich sage es einfach. Gabriel. Was ist, ob es irgendwie, also weil ich habe es jetzt nicht so. Nein? Das wollte ich auch gerade sagen. Sowas ist komplett geheim. Das ist wirklich so. Das kann ich sagen. Also ich... warte mal, doch. Doch, weil das ist ja hier Februar. Februar. Ja. Nein, ist der Januar. Ist das. Nee, läuft ja schon. Die Staffel läuft ja schon. Nee, noch nicht. Wenn das ausgestrahlt wird, läuft das. Da ist das schon veröffentlicht. Also der hat mich gefragt, mein Neffe, der Sohn von Angelo, ne, der Älteste, bei der Bockwelt. Ich sag, Gabriel, mach den Scheiß. Und deswegen mach kommt das. Es so hoch. So aber du musst deine Freundin erstmal fragen, ob alles klar ist. Immer krass am Leiden, weil die sind schon mehrere Jahre zusammen. Ich sag, du weißt, du verbringst eine Zeit mit einer Frau, die gut aussieht, ne? Und das ist sehr, sehr intensiv. Was? Welcher ist denn Gabriel? Gabriel ist der Größte. Ich weiß, kotzen muss. Nee, muss ich, aber das ist immer nur abends, Bro. Weißt du auch, das ist ganz komisch. Immer selbe Uhrzeit kommt das. Ich sag mal, wer hätte ihm das zugetraut? Wirklich, ich habe keiner, oder? Er ist der größte Underdog, Überraschung, die es überhaupt gibt. Das ganze Team. Beide. Aber er, ne? Weißt du, was mich freut bei denen? Die sind. So, die Zuschauer sind ja immer gnadenlos. Also ich glaube, wir wissen, die hören, wer macht da mit? Die haben noch nichts gesehen, die hören so. Ah, oh, nee, die haben keine Ahnung. Und dann werden die schon geflankt, also, da kriegen die schon richtig viel Shitstorm. Wir haben jetzt vorher auch nicht gedacht, dass das jetzt hier so, der Wald ein Supermarkt ist und wir dann einfach hier reinlaufen mich, dass oder dass hier genauso wie bei denen letztes Jahr. Dass jeden Tag uns da hieß es auch. Ja. Und ich selber auch, ich stehe dazu. Ich dachte, ihr kommt nicht weit. Du auch, ja? Ich war auch so eine. Und ich finde das aber so geil, weil ihr am Ende des Tages in der Gesellschaft zeigt, ihr seid alles Ficker, die... Und, das ist die einfach das ist keine Ahnung haben. Ja. Also und ich finde das so, so stark, dass die Gesellschaft sich selber dann hinterfragt. Oh, guck mal, krass, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Und ich, keine Ahnung, ich denke also halt, ihr seid Streamer, ihr habt doch nicht die Ahnung von Outdoor. Und auf einmal, zack, zack, seid ihr drin. Das ist halt geil. Ne? So. Aber Joey hat auch, ich habe auch oft deine Worte so im Ohr gehabt, dass du immer an mich geglaubt hast. Obwohl, weißt du, auch an mich. Voll entspannt. Du hast die erste Staffel so geil gerockt.
Das war klar, dass du und Sascha, natürlich kannte ich nicht, Dominik schnarcht aber, halt, ihr aber zwei, wenn ihr auch noch gut versteht, das hat man sofort vor Ort gesehen. Das ist halt ein unfassbarer Vorteil. Knossi, aber du bist einfach mein der Hunger teilt sich nicht auf einmal in zwei, nur wenn man Staffel, das ist es. Staffel 3 du kannst dich selbst motivieren, wenn du in die Kamera reinschreist und sagst, ich kenne mich auf. Ja. Das ist also klar, wir können das so Sachen nicht auf. Hier, das Kopf-Mindset ist 100% mehr, als wenn leider mein Partner Jan sagt einfach, ich schaff das süßlich. Würde ich die jemals wieder machen? Nein. Es ist irgendwie trotzdem cool, dass wir da sind, I guess. Das ist gerade so eine Nummer, die ist jetzt wirklich die Hölle auf Erden. Kevin sieht auch fertig aus schon. Aber es ist cool, das in 5 Jahren, 10 Jahren Leuten zu erzählen, dass wir das gemacht haben. Ja. Ich meine, das kann nicht jeder erzählen, dass er mal 14 Tage in Kanada war und nichts gegessen hat, Flusswasser trinkt aus irgend so einem Pissding da, sich ein Shelter selber gebaut hat, ist schon krass. Chilliger Talk, während Dominik versucht, sich nicht zu übergeben. Ehrlich, Wahnsinn, ey. Oh, scheiße. Also als Coach selber Werbung werden, passiert jeden Tag, kann ich nur empfehlen. Das bedeutet, mir von anderen Menschen, die in ihren Bereichen die absoluten Experten sind, weiterhelfen zu lassen. Und daraus entsteht Erfolg. Als Finanzcoach unterstützt sie ihr Vermögensberater bei allen Fragen zu Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Früher an später denken. Deutsche Vermögensberatung. Greed im besten Fall, falls er nicht zu gestresst ist, das komplette, sag ich mal, ja, so, Feeling, alles drum und dran. Das habe ich auch. Ja, das hat er mich auch im Interview eingeladen. Super. Nach dem Interview. Mach sag mal, das steht schon, ne? Das ist die gleiche Einladung nach Liverpool. Du holst das Feuerholz an. Ja, wir gehen zusammen. Das Ganze. Ist das deutsche Wort betonen? Wenn bei dir passt, ich würde gern zusammen, oder? Können wir machen, wenn du willst. Ich guck mal, ob ich da auch kann. Den Begriff betonen. Natürlich, wie du, viel arbeiten darf. Ey, aber Joey, jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Jedes Jahr denke ich das bei Seven vs. Wild. Das ist doch, man sollte toll, doch den oder? Einfachsten Weg gehen. Ich koche, ja genau, ich koche doch da kein Wasser ab. Und wie die in der Glasflasche. Ich fahre doch nicht dahin und koche Wasser ab. Weißt du was, wie lange ist der Weg? Das Wasser holen, Feuer machen. Du brauchst so viel Holzmaterial. Das ist einfach, sorry zu sagen, Jungs, aber Katastrophe. 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 Und dann musst du das Wasser, du brauchst am Tag mindestens 2 bis 3 Liter. Das geht nicht. Das geht nicht. Macht den Fehler nicht, so wenn ihr irgendwann mal bei Seven vs. Wild seid. Wasserfilter oder Chlortabletten. Genau. Ist ekelhaft, man wirkt nicht. Oh nee, Chlortabletten. Hatte irgendeiner von euch Chlortabletten? Ja, wenn ich die nehme, ich krieg Durchfall. Chlortabletten, nimm Wasserfilter. Okay, probiert es vorher aus. Probiert es vorher aus. Guck dir mal, wie scheiße das aussieht. Das ist das erste Trinken, dann gehst du kaputt. Das ist doch nicht wirklich abgekocht. Boah, das sieht so eklig aus. Jetzt geht die Flasche kaputt. Jetzt ist natürlich durch. Und du hast das Ding hinter dir alles kaputt gemacht. Das ist richtig. Das macht keinen Sinn. Und nein, auch in der zweiten Staffel, wo Leute meinten, sie nehmen Kochtopf mit als Eingehen. Ist doch Quatsch. Ja, immerhin zweimal kochen. So, einfachsten Weg immer. Filter, ganz einfach. Es gibt, du kannst so einen Filter 29 den, Euro kaufen bei Globetrottel. Schau, ob wir den Sonnenuntergang von da hinten sehen, weil wir haben ja noch keinen oder Sonnenuntergang gesehen. Oder du nimmst sie bei mir, ich habe so ein Freebie, ne? Ja. Wasser rein, Blumen. Ja. Dann die andere 1 Liter für Jan, 1 Liter für mich. Ist schade. Wobei ich finde, das kommt übelst drauf an, das Gefäß, was wir jetzt haben, ist richtig gut, dass wir dabei das haben, weil wir so halt auch die Krebse kochen können. Das heißt, du kannst Nahrung ganz anders zubereiten, aber ach, wenn wir jetzt diese kleine, was die dabei haben, ich glaube, das ist ja undicht, oder was die am Anfang sagten. Ach, scheiße. Ich glaube, das kommt sehr auf das Gefäß drauf an, was du dir mitnimmst. Du meinst, ihr habt dieses Stahl. Genau, wir haben so ein Stahlrohr. Das ist natürlich geil. Ja, da kannst du halt nicht so gut drin kochen. Aber ihr habt auch so einen Filter, oder nicht? Wie, ihr habt doch einen genau, Wasserfilter. Ging das bei euch? Ja, allerdings irgendwann hat sich so an einem bestimmten Tag hat sich so ein bisschen zugesetzt und dann mussten wir kochen und deswegen ist nicht schlecht ein Gefäß dabei zu haben. Also die Idee von euch beiden, dieses Topf, aber das ist eine Einzelanfertigung, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein Auspuff oder so. Muss ja halt genau. Ein Auspuff? Hast du selber geschweißt? Nee, wurde geschweißt. Nee, das hat einer gemacht, der auch seit was war die erste Staffel war, ne? Geil. Der hat so zusammengebaut, was am besten so was genau. Man machen kann. Wir hatten auch schon welche von der Bundeswehr. Was wir alles schon gemacht haben. Einmal kurz und dann war schon, ging's schon nicht mehr. Was habt ihr dann gemacht? Chlortabletten. Ach, Chlortabletten. Tablette rein, 1 Liter, halbe Stunde warten, perfekt. Schmeckt wie Wasser in den USA. Ja. Du weißt doch, das schmeckt alles nach Kochen. Mit einer Flasche zu kochen mit heißen Steinen mehrfach. Aber jetzt frage ich mich,
Wenn die jetzt, glaubst du, die kommen weiter? Trimax und Schumacher? Es ist wenn die, weiter generell? Ich weiß nicht. Wir wissen es ja. Was? Wir wissen, was passiert. Wir ich glaube, die passiert. Sind jetzt gleich raus. Folge jetzt hier. Glaubst du, die gehen heute noch raus? Die gehen heute noch raus. Die gehen heute noch raus. Ich habe es auch im Spiel. Guck mal bei uns. Wieder ein wilder Tag. Schön, gell? In diesem Sinne. Halleluja. Nur der Mann im Mond schaut zu, wie die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. Gute Nacht. Aber die haben auch den Fehler gemacht, jetzt mit dem Wasser abkochen, Problem, ne? Das ist, also wie viel und haben nur, die hatten nur 7 Chlortabletten dabei, 7. Das ist ja auch, verstehe nicht, so eine Tablette, die den Dingern 90, 100 Stück. Die nehmen auch keinen Platz, ja. Die kannst du zwischen das Ganze einfach reinstopfen. Perfekt. Ne? Affe und Hammer. Boah, ja. Jetzt aber los. Hier eine Frage, Anna-Kathrin. Ja. Nennt man was? Dich auch Affe? Ja. Ist das okay? Oder? Ja, das ist komplett fein. Du, also. So witzig auch. Meine Freundin sagt letztes Mal, ich wusste auch nicht, wie ich sie nennen soll. Sie hat sich mit ihr unterhalten bei meiner Weihnachtsshow. Einmal noch den ganzen Bus. Und dann sagt sie wirklich, wie ja, soll die Affe nennen? Affe. Und dann hörst du jemanden von hinten, und vom Ton. Affe. Ja, mach mal den Ton vom Affen. Und das ist für sie völlig normal. Okay. Also auch selbst mein Bruder nennt mich mittlerweile so. Ich bin halt mit dem Namen mehr oder minder auch aufgewachsen. Also ich bin halt einfach der Affe. Und das ist okay, ihr könnt mich auch Anker nennen, wenn euch das unangenehm ist. Aber ganz ehrlich, für mich ist es total. Das ist der Affe und fertig. Okay, also nicht beleidigen. Das ist nein, nicht so um Gottes Willen, ich nenne mich ja nicht selber Affe und sag dann, wenn du Affe sagst. Oh. Ich meine, es ist geil, dass du dich selber quasi einen Namen nennst, der nicht Schlinge immer, sag ich mal, irgendwie so, du könntest dich auch Queen nennen. Ja, aber so richtig so. Ne? Affe klingt nicht so royal-mäßig, ja? Das machen die Einheimischen hier ganz gerne. Das ist gut, Affe. Ja, ich finde es auch schnell fix. So ein bisschen besser zu riechen. Easy. Funktioniert bei uns nicht mehr. Affe. Einfach Absturz. Opfer Malz verloren. Einfach verloren. Sie ist Österreicherin, ne? Genau. Sie ist Försterin und Kamerafrau und Rangerin. Genau. Riecht das so? Reibt das muss so ich auch noch überlegen, das muss ich auch entscheiden. Und dieser Geruch sollen die nicht bei Let's Dance ist geiler als jede Seife, ey. Affe. So schön. Raus kann. Ja, das musst du auch noch entscheiden. Ja. Dann steht da auch die Telefonnummer Affe. Richtig gut. Das macht man ja direkt. Ich habe gesagt, Knossi, natürlich. Die ist Knossi. Das ist ganz gut. Übrigens, wenn man seine Regelblutung hat. Zwischen die Beine oben. Damit, das ist ein komplett reines Thema. Das habe ich von der Einheimischen gelernt. Übrigens, Thema da, wo wir noch vorher unser Briefing alle gemeinsam hatten. Ja. Warst du da schon dabei? Dann nimmt die Einheimische mich das so zur Seite und sagte, hast du eine Regelblutung? Ich so, werde ich noch ja, wahrscheinlich schon. Sein, weil und dann fängt sie da an, komplett offen zu reden. Ja, und dann musst du den Zieder nehmen und das da überall reinreiben und ranreiben. So, oh mein Gott, wo bin ich? Das ist der Zieder. Das ist der Zieder-Baum. Den verwendest du, machst du auf deine Haut drauf, damit Mücken dich nicht stechen. Hast du das gemacht? Ja, ja. Hattet ihr Mücken? Im Land. Wir waren am Strand, da war immer genug Wind, das war keine Probleme. Ja. Wenn du im Wald reingegangen bist, natürlich, da gab es natürlich Mücken. Oh. Und hat jetzt hey, das ist der Tag. Jetzt hat auch Sascha Geburtstag. Sascha und Trimax haben am gleichen Tag. Am gleichen Tag? Ja? Und wir haben so süß für die gesungen, weil wir haben unsere Vaseline aufgebraucht und Happy Birthday gesungen. Das ist irgendwie nicht mit drin. So random. Das gedacht, gar nicht, da seinen Geburtstag zu verbringen. Wir machen heute mal eine schöne Wanderung. Das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, weil ich mir einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Fisch wünsche. Ist mir auch gefallen, dass er jeden Tag eine Wanderung macht. Die laufen jeden Tag. Wieder in die Richtung, soweit wie es geht. Die laufen einfach. Also ich fühle mich nicht so frisch tatsächlich. Ich meine, dass Trimax so einen Ring gebaut hat. Ich fühle mich nicht so frisch. Seine Frau, ist das geil. Das ist sehr romantisch. Das war schon. Ich glaube, der hat was nicht so geil, weil meine dann so geguckt hat. Aber mal kommt mein Ring. Du kommst nicht auf so eine Idee. So auf die Art, weißt du? Du musst sagen, später kommt was Krasseres. Meine Energie ist noch sehr gut wieder. Mich war schon unangenehm, die Frau da daneben steht. Ich habe das so gemacht. So Leute, das weiß die große Geburtstagswanderung startet. Meine Frau gesagt, wir heiraten. Am 20. Dezember, mein Geburtstag. Wir gucken mal da hinten unsere Wochen. Quelle. Wir haben gerade viel getrunken. Liter. Ja, wir heiraten. Wir haben zwei Kinder. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Und wir sind schon seit 10 Jahren zusammen. Wir heiraten jetzt, weil ich habe keinen Bock mehr. Guck mal unsere Quelle, dass der Luke vom Kindergarten kleiner. Kommt und sagt mir, und Papa, bin ich ein Kelly oder bin ich kein Kelly? Das spüle ich kurz ja, warum? Ja, weil das heißt, Kevin gesagt hat, ich wäre kein Kelly. Seht ihr jetzt heute wieder was Tolles. Ja, die Muttis. Das Problem die dann halt dann ist, reden, sagen, aber ja, die sind aber nicht wirklich zusammen.
Was? Ja. Aber warte mal, aber du hast doch die Vaterschaft anerkannt. Der heißt natürlich, nein, der heißt, meine Frau sagte, der heißt Nieten. Gesehen haben, da meinte der eine, wenn wir heiraten sollten, dann könnte er auch Kelly nennen. Aber das lief über 10 Jahre. Sie wollte schon hier heiraten. Und dann dachte ich, okay, in 3 Wochen heiraten wir. Warum? An meinem Geburtstag. Erfahren wir vielleicht heute. Die Hochzeit hat mich nur 500 Euro gekostet. So schnell in der Gast, im Gasthof. Und ich habe an einem Montag quasi geheiratet. Bewusst, du doch da hinten, dass keiner kommt. So wenig wie möglich kommt. Da waren nur 20 Leute da. Das teuerste an der Hochzeit war, ich kam aus dem Standesamt raus. Lass ihn nicht nachmachen. Das kann doch meiner, ich kann doch mit meiner das nicht machen. Was war das teuerste? Standesamt raus? Wir kamen aus dem Standesamt raus. Wahrscheinlich sind hier auch noch Bären unterwegs. Da standen 2 Piloten. Ein Freund von mir hat einen Hubschrauber bestellt. Wir sollten mit dem Hubschrauber nach Hause fliegen, weil wir zu Hause gefeiert haben. Und dann musste ich die Übernachtung für die Scheißpiloten bezahlen, weil es war schon dunkel irgendwann. Ist euch mal aufgefallen, was das für eine kranke Reaction ist, die wir hier machen? Schatzi, hast du gehört? So können wir das auch machen. So können wir das auch machen. Und ich bin um 21 Uhr eingeschlafen. Wieder zu dicht. Ja, weil die sind alle gegangen und dann war ich müde. War das aber für die Frau eine tolle Hochzeit? Das war das schönste Hochzeit. Mein Bruder, zum Beispiel, ich will nicht sagen welchen, der hat 3 Tage geheiratet in einem Schloss. Das Ding hat 5-stellig hochgekostet. Angelo, ja. Ne? Und das war so anstrengend. Ich dachte einfach, was ist das für eine scheiß Hochzeit? Du kümmerst dich nur um die Leute, wer wann wo abgeholt wird, etc. Eigentlich kommen alle nur, weil sie fressen wollen. Genau, einfach nur wollen den Magen voll haben. Und die zwei haben am wenigsten davon gehabt. Wir haben gesagt, wir heiraten es nur für uns. Und die Piloten. Bruder hätte sich eine halbe Wohnung damit leisten können. War das die Frau, die auch dabei war, als du bei Seven Wars Wild? Ja, genau, das ist meine Frau. Boah, die sieht so krass gut aus. Aber sie hat nicht viel gesprochen, ne? Im schlimmsten Fall hast du nur Fuß. Die Tanja war eine ruhige. Ja. So, die ist wirklich so in sich gekleidet, hat gar nicht viel geredet, ne? Ja. Ja, gut, das ist lange zusammen und ist das kacke, da wie nervig. Genau, das ist ein Riesenbuchs. Das sind 3 Meter, so eine Elbe. Das kommt ja nicht durch. Viel los. Ey, vor diesen, wir sind auch häufig über diese glatten Steine gelaufen. Die sind so jedes glatt. Mal Angst. Super. Seht ihr das? Sorry fürs Unterbrechen. Seht ihr diese ganzen Schnecken? Tausend kann man Schnecken. Essen. Ekelhaft. Geil. Die sind super lecker. 500 Stück und keiner frisst sie. Aber Joey, jetzt mal ehrlich, wirklich, dann esse ich nichts. Oder muss ich nicht? Ne? Die geben Energie. Ja, aber wir waren auch irgendwann nicht mehr sicher. Wenn die Muschel nicht gehen, würde das Ding gehen? Das ist die große Frage. Die Muschel, das war schon gefährlich. Und die nehmen aber das aber nicht auf, wie man Schwamm ist das so, ja? Auch wenn Red Tide ist, kannst du essen, wie du willst. Und wir wissen auch nicht mehr, welchen Rückweg wir gehen. Aber Knossi, du hast recht, die Steine, ja, die waren so glatt, ja. Das hat so oft fast quasi, und dann fällst du hau dir den Wanst voll, komm am her. Kopf und ja, dann ist vorbei. Vorbei. Ja, dann kannst du nicht mal mehr drücken. Nein, das ist, gut, wenn du 2 Leute hast, klar. Aber ich war ja irgendwann auch alleine und dachte, du bewegst dich langsam. Wow. Ja, einmal vergessen zu drücken. Das hatten wir noch nie. Ah, okay. Und dann kamen die vielleicht. Und dann sind die wir gekommen. Wir haben geschlafen, wir haben vergessen zu drücken. Und das war der erste Push hier. Einfach vergessen. Und so viel Quatsch und vergessen einfach. Haben geschlafen. Haben unsere Ausbeute. Und auf einmal sehe ich so Lichter. Knossi, Sascha, die schreien. Knossi, Sascha. Ich habe gedacht, das ist im Traum. Ach, verstehe, okay. Und dann merke ich, es wird immer heller. Ich mache die Augen auf und dann stehen sie vor mir, deine SEK-Freunde. Genau. Vor mir mit Handschellen. Genau. So vor mir. Ja, richtig rumgeschrien. Und Sascha und ich, oh mein Gott. Und was ist denn? Spannend ja, ist vergessen es. Zu drücken. Ist ein spannender genau. Geburtstag. Wir zum ersten Mal irgendwo aber für die ist ja richtig. Ne? Die müssen ja kommen. Dann sind sie wieder. Ja klar, das ist deren Job, ne? Ich habe, wir haben auch einmal, also das haben quasi die Ärzte und auch die Jungs gesagt, wir haben gewartet und kurz vor Mitternacht habt ihr dann geschickt, wir hatten das auch vergessen. In unserer Unterschlupf war da drunter kein Netz. Ja, ja, bei uns auch nicht. Man musste immer rausgehen, gar kein Bock. So anstrengend. Gar kein Bock immer. Und da musst du warten, bis das Ding piept. Dann sagst du, okay, es ist durch. Ich finde uns noch mehr Bären. Du siehst mich ja die ganze Zeit. Hier sind überall Wolfsspuren. Welchen du Spot findet ihr von allen bisher am geilsten? Habt ihr so einen Spot, wo ihr sagt, den hätte ich am liebsten? Meinen. Ja, ich hätte auch euren gerne. Der sieht echt geil aus. Also ich weiß nicht, also keine Ahnung. Von unseren? Ja. Euer war ja wie unser, bloß mit einem See. Eigentlich. Und ihr hattet einen See. Wie weit war der? Ja, das war kein See, das Wasser war so. Ne? Okay. Das war so Tümpelwasser. Ja.
Das war irgendwie reingespülte Fische von, weil manchmal geht die Flut anscheinend bis dahin. Und wir sind irgendwann, wir sind weitergelaufen noch nach hinten, weil wir haben alle Bären abgefressen, sind irgendwann mal wieder weitergeklettert. Es ging nicht mehr weiter. Geh jetzt zurück zu Roman, der steht da hinten am Strand. Über Stock, um Stein, irgendwann ist es auch glatt und gefährlich. Es war sehr gefährlich, wirklich jeden Tag. Ich habe mir am ersten Tag den Fuß verdreht. Deswegen bist du durch den Wald, haben wir schon dreimal probiert, nicht geschafft. Ganz langsam. Wieder schon. Und dann merkte ich, okay, der ist nicht so, dass der Bänderisch schon am Arsch ist. Sondern halt, dass es wirklich solche Stämme und dann rutschst du runter, du weißt nicht, was da drunter ist, dann kommst du mit dem Fuß irgendwo hin. Das war so morsch alles. Das war so morsch. Seid ihr auch über Bäume geklettert? Ja, und auf einmal geht das da so tief runter und du steckst da drin fest. Meine Socken, aber ich fand unseren Spot eigentlich ganz gut. Ich habe dann gesagt, lass uns hier schlafen. Weißt du, da ist es Meer und dann ging es so leicht in der Erhöhung hoch. Schwitzig aus, schon am Vormittag. Bei der Leistung, aber bei dir war am ersten Tag direkt der Wolf auf 5 Meter oder nicht? Der war super nah dran. Also der war, wenn überhaupt, ich kann es nicht mehr abschätzen, ob es 2 Meter waren, ob es 10 Meter waren, aber es war direkt vor uns. Und habt ihr nicht da irgendwie, da kriegst du kein Auge mehr zu, oder? Also ich hab gut geschlafen. Ich glaube, Hanna sagte, die erste Nacht hat sie ein bisschen unruhig geschlafen. Aber ich meine, Wölfe, die wollen ja eigentlich auch nichts von dir. Und eigentlich war das eine schöne Erfahrung, weil du gesehen hast, dass der Wolf dich gar nicht. Also der hat sich 0,0 für uns interessiert. Das war relativ spannend zu sehen und fast ein Sicherheitsgefühl von wegen. War bei dir bestimmt auch so, ne, mit dem Wolf? Ich hatte nicht so Angst. Wir hatten einmal, da habe ich überlegt, soll ich Sascha sagen? Ich stehe auf nachts wieder, gehe kurz pinkeln, 3 Meter von unserem Schatten. Ich sehe, auf meine Pinkel hat er ausgeschissen. Soll ich ihm sagen oder nicht? Hast du gesagt? Ja, habe ich ihm gesagt. Und dann ist er mit 2 Bärensprays die ganze Nacht im Leben. Oh, da hat er Geburtstag. Ja, guck mal. Wie alt ist er geworden? Ich habe auch eine Überraschung für ihn. Ne? Wo hast du die gehabt? 31. Ja, alles Gute. Okay, ich weiß, cool. Du hast wahrscheinlich deinen Geburtstag mit deiner Frau verbracht. Mit der Familie. Jetzt bist du hier mit mir im Urwald. Ja. Mit dir allein auf einer einsamen Insel in Vancouver. Ich wünsche dir wirklich, dass du bleibst. Romantisch. Danke. So ein herzensguter Mensch. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Ach komm. Jetzt bin ich gespannt, was. Hä? Elodrans, ja! Es wird auch Sachen. Wir gönnen uns heute, die du schon kennst. Nummer 1, gönnen wir uns heute, haben wir uns verdient. Das kann da schon, ist ja klar. Ja, das kannte ich schon, aber ist ja. Geht weiter. Ich hab geschenkt, weil. Gibt's vielleicht das, was ich nicht kannte, oder was? Ja. Hä? Ja. Guck, ich bin ganz nervös. Freut er sich. Oh, Kaffee haben wir auch. Das kennt er alles schon, das haben wir in die Flasche gebracht. Jetzt? Du hast was da drin versteckt, was er nicht wusste. Ja, ja. Ich sag dir, was es ist, ja. Ja? Ich hab's als Angelhaken getarnt für deinen Geburtstag. Das sind Smint-Minz-Bonbons. Ganz klein. Das ist geil. Smint-Minz-Bonbons, ja? Ja, geil. Ich hab's als Angelhaken getan. Ich hatte so Angst, dass du es erkennst, aber ich hab's so. Ey, das versteht jetzt vielleicht auch keiner. Minzbonbons, aber für uns war das Minzbonbons. Weißt du so? Tag 7 oder 8 ist Tag 7 oder 8. Ey, und ich musste ja irgendwie, dass das noch in die Flasche passt. Und dann habe ich das so. Und dann hat er gefragt, was ist das? Angelhaken. Dann habe ich so gesagt, das ist das. Weißt du, ich hab die alle zugeklebt, dass der nicht weiß, was das ist. Und dann dachte ich mir, ich freue mich schon nach einer Woche Smint-Minz-Bonbons. Und das Geschenk wird ihm nie wieder in seinem gesamten Leben aus dem Kopf gehen. Was meinst du, wenn du so ein Bonbon... Oh, der hatte jeden Tag hier, unsere Jacke hatte hier immer eine Tasche, hatte die jeden Tag drin gehabt. Jetzt ist Zeit. Also das heißt mehrere, nicht nur eins? Sondern Nee, das waren schon mehrere. Die habe ich da alle rein. Das sind ja so ganz kleine Smint-Bonbons. Die TikToks oder? Ja, sowas. Ja. Ich dachte, vielleicht sind es auch bei extra Mikropur. Aber ich weiß, du liebst Minz-Bonbons. Mein Geschenk, danke. Und noch Text. Okay, lies vor. Okay, noch ein Geschenk. Text. Es gibt noch ein Geschenk. Happy Birthday, mein Survival-Freund. Auch wenn wir hier draußen in der Wildnis sind und ich dich nicht auf ein leckeres Steak einladen kann. Das ist wirklich süß. Habe ich mir Gedanken gemacht, um dir eine kleine Freude zu machen. Bei euch freue ich mich das Geschenk. Schnapp dir die GoPro und die nächsten 30 Minuten 7 vs. Wild Sascha gibt es nur exklusiv auf deinem YouTube-Kanal. Ganz liebe Glückwünsche auch vom ganzen Team. In einer Woche haben wir es wieder geschafft. Was? Ja, geile nach Scheiße. Dieser Folge. Wenn diese Folge vorbei ist, geht's bei Sascha weiter. So ist ausgemacht. Ja. Direkt, noch ein direkt nach der Folge geht's bei dir weiter. Nur 30 Minuten. So bis zu 30 Minuten, was du machen willst. Ich hab das davor alles erfragt. Ich habe gesagt, pass auf, ich brauche ein Special-Geschenk, was man nicht kaufen kann. Ja, klar. Weißt du so. Und dann habe ich gesagt, ich möchte, dass der
das ist fertig, der kann nochmal eine halbe Stunde filmen, das kommt einfach auf seinem Kanal. Für ihn Seven vs. Wild Special, nur Content, den er da filmen kann, auf der SD-Card, den er kriegt für seinen YouTube. Mega. Das ist cool. Ja, ja, ist doch geil. Das muss mal, das will ich mir, also ich will mir das anschauen. Ich will wissen, wie er sich fühlt, dass er halt quasi so ein Exklusivbonbon bekommt. Ja, weißt du? Ein Exklusivbonbon. Er konnte filmen, was er will und sowas. Ne? Kann erzählen, was er will und kann das einfach, weil und normalerweise... Wird er gestoppt nach halber Stunde oder wie... Für halbe Stunde haben wir, die haben gesagt, machen eine halbe Stunde oder so. Ja, ja. Klar. Ich sag, ja, ist ja egal, eine halbe Stunde reicht ja. Der kann da machen, was er will. Ne? Ich glaub, was er dann da gemacht hat, der hat, glaube ich, einfach viel erzählt. Aber das kann er ja, ist doch schön. Ja, es ist, man ist ja extrem emotional, oder? Man ist so in so Extremsituationen. Meine Erfahrung ist, dass wenn zum Beispiel man über etwas denkt, was weh tut, dass man sehr schnell ins Heulen kommt. Ja. Man ist quasi am Limit körperlich oder ich sag mal, ja, man überlegt, in meinem Fall, meine Schwester ist vor 2 Jahren gestorben, ja. Die Barbie. Und wenn ich in so einem Moment über meine Schwester denke, dann denke ich immer, wow, warum habe ich nicht mehr Zeit mit ihr verbracht? Ja. Oder alle diese Geschichten, das, und ja. Ja. Oh Mensch, Joey, mach jetzt hör auf. Ja, das ist so. Das ist, aber eins ist mir bewusst geworden, durch den Verlust meiner Schwester, dass die Tage sind gezählt. Nicht für dich, du bist ganz jung. Und du bist auch nicht alt, aber wenn du halt dann irgendwie eine gewisse Alter, wenn du 50 erreicht hast, dann merkst du, fuck, wie viele Jahre habe ich, wo ich dann halt wirklich noch körperlich und alles da ist. Mein Vater ist mit 72 gestorben, ja. Knossi. Ja. Das sind in 20 Jahren. Ja. Ey, das geht, bam. Also wenn du 23 Jahre alt bist, dann vergeht die Zeit, also mindestens für mich damals, irgendwie slow und geil. Ja, das stimmt. Aber wenn wirklich. Du dann halt irgendwo... Dann rennt die Zeit so krass und dann denkst du, ey, fuck it, ich will länger, ich will die Kinder, meine Kinder erleben. Ja. Ne? Ja. Okay, anderes Thema. Nein, aber du hast recht. Das ist eigentlich auch voll die wichtige Message. Das ist eigentlich schade, gell? Dass das alles irgendwann aufhört. Ne? Das ist crazy, das ist einfach, ich will nicht, ich will weitermachen. Ich auch. Ja, aber Joey, aber... Ich will die 10. Staffel Sembers. Ja, aber du wirst ja, du machst ja noch... Ich mach weiter, bis ich umfalle. Joey, du wirst bis 150. Bis der Kopf unterm Arm ist. Ist scheißegal. Joey. Exclusive Content. Was du willst. Knossi, das ist wirklich... Ey, wie krass ist das? Schön, ja? Das ist so geil. Bin gespannt, ob ihr alle vorbeischauen werdet. Das kann man sich auch nicht kaufen. Ich, weißt du so? Also, ich glaube, der genau Trumata, der beißt sich im Arsch. Ja, das ist ja quasi nicht auch so eine geile kleine Idee. Ne? Ja. Sam was Wild exklusiv. Nur bei ihm. Ey. Tschüss. Happy Birthday, Sascha. Das war geil, ja? Das ist mega. Ja, ja. Ja, das war's, Freunde. Wow. Geile Folge. Sam was Wild Teams. Das war's. Das. Ey, das war wirklich eine krasse Folge. Ja. Ey, Joey, auch wirklich. Es war komplett krass. Ja, es war. Und an dem Moment, wo dann halt der Jan weggeht, sage ich, okay, jetzt bist du alleine. Und endlich. Nein. Nee, es war cool mit denen. Und ich wusste irgendwann nicht mehr, quasi, weil ich habe mit den Tagen so ein bisschen durcheinander. Ich wusste nicht, werde ich dann halt am Tag 14 tagsüber abgeholt? Oder mache ich die 24 Stunden 14? Oh, das hatte ich auch. Ich war so glücklich, ja. Hannah dabei gehabt zu haben. Wusstet ihr das? Du wirst am 15. Tag abgeholt. Immer. Genau, das wusste ich nicht. Doch. Ich dachte, sind das 14 Nächte? Oder sind das 13 Nächte und der 14. Tag fängt an? Nee. 14 Tage? Es ist immer so. Damals waren es 7 Tage, du bist am 8. abgeholt. Immer noch die Nacht und dann holen die dich ab. Ja, das wusste ich nicht. Ja, ja, hast recht. Warst du denn da ready für die Abholung? Ich hab meine Sachen gepackt. Am Strand und irgendwann ist es dunkler geworden und dachte ich, die werden dich nicht mehr abholen. Du musst eine Nacht weitermachen. Und dann kam noch im Kopf, ne? Oh, jetzt kommt es wieder, dass du irgendwelche... Ich komm vielleicht doch nicht. Ja, weil du dich nicht an die Regeln gehalten hast, musst gucken, wie du klar alleine zurückkommst. Ich dachte, nein. Also, Joey, bitte. Ja, stell dir mal vor, dass die sitzen, nee, den lassen wir jetzt. Und dann habe ich mir angefangen zu überlegen, okay, ich muss jetzt Lunch-Strecke machen. Und das Problem ist, ich kann nicht alles mitschleppen. Und deswegen muss ich anfangen, halt Road zu machen. Und dann immer wieder zurück und dann halt alles holen. Dann war, also, das ist wirklich, das ist kein, zu 100%. Hast du das für eine Möglichkeit gehalten, dass die dich vielleicht jetzt nicht abholen, weil du irgendwelche Fehler gemacht haben könntest? Ja, oder keine Ahnung, hier die aber das ist doch nicht, aber Joey, aber wirklich, also bitte. Man muss immer denken,
etwas. Ja, ist doch gut, aber auch, dass er so denkt. Und ich dachte, was passiert? Du gehst alle Szenarien durch. Und wie kommst du dann halt quasi? Ein Floß zu bauen wäre viel zu gefährlich, weil du bist ins Meer und dann gehst du mit der Flut und dann bist du irgendwann in der Ozean. Aber du hättest doch das mal Satellitentelefon. Ja. Das stimmt, ja. Da hättest du doch jemand anrufen können. Ja, und dann, aber was ist dann das Problem? Man hat die Nummer nicht im Kopf. Wen ja, rufst du an auf dem Satellitentelefon? Mein Sohn, ne? Hast du die im Kopf, die Nummer? Ja. Ja. Du hast die Nummer von deinen Kindern nicht im Kopf? Mann, er ist 4, der hat keine okay, Nummer. Okay, verstehe, klar. Aber jetzt mal ehrlich, also jetzt mal ehrlich. Eine Mobiltelefonnummer oder so, habe ich von niemandem im Kopf? Ja, doch. Also zum Beispiel jetzt die Nummer von meiner Frau, wir machen jetzt Beep, ist 0172. Nee, 7, brauchst du nicht sagen. Nee, aber ist 4. Der hat eine runde Nummer, das ist idiotensicher. Ne? Aber geht, wenn ich jetzt dort die 110 wähle, wer geht dran? Keine. Du bist, das ist... Da geht keiner dran. Da muss doch auf diesem Satellitentelefon irgendwo eine SOS-Taste. Da muss doch irgend... Wen rufe ich denn? Was ist denn die Landesvorwahl auch? Ich kann nicht, was ich dann da wähle. Du musst da plus 49 Deutschland und dann quasi... Und dann 110. Irgendeine Nummer sagen einfach, ich bin Knossi und das ist ernst, das ist kein Witz. Ich bin verloren. I'm lost in Kanada. Dann würden die sagen, fuck off. Ja, aber stell dir das mal vor, das ist krass. Oh, ich find's auch gruselig. Stell mal vor, diese Staffel wäre wieder so gewesen, dass du ganz alleine da bist. Aber 14 Tage. Und du hattest doch bei Staffel 2, dass du bei 7 Tagen schon so... Menschen gesehen hab. Tag 5 ja. schon Menschen mal gesehen. Hast du irgendwas mitbekommen? Also so Wahnvorstellungen. Nein, nein. Also so hast du die... Ja? Also ich habe das so schon mal bei, sag mal, Extrem-Küstenläufe, bei Wettkämpfen gehabt, wo du läufst in der Wüste und du denkst von ganz weit weg, da ist eine Stadt. Und du kommst immer näher und da ist keine Stadt. Da ist gar nichts. Und du läufst immer weiter. Also wirklich, wo du denkst einfach... Da drüben sind was und da ist nichts. Ich hatte halt wirklich, zweite Staffel, ich lieg da und von rechts kommt einer. Was? Da war aber keiner. Der hat auch so einen schönen Bart, richtig gestriegelt, richtig guter Typ und fragt mich, sag mal Knossi, jetzt mal was anderes. Welches Menü von welcher Fastfood-Kette hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Ich weiß noch genau die Frage. Aber hast du das geträumt? Nein, ich saß, war wach. Sag mal, wo bin ich hier gelandet? Ja, und dann überlege ich und sage zu ihm, völlig selbstverständlich, wahrscheinlich King der Woche vom Burger King. Ne? Und dann sagt er, ja, hast wahrscheinlich recht und geht wieder. Und bringt eins. Nee, leider nicht. Aber und dann ist mir erst danach bewusst geworden, ob ich noch ganz sauber ticke. An welchem Tag war das denn? Tag 5, glaube ich. Wow. In Panama. Hast du jemals danach gedacht, so, ey, ich kann nicht mehr, eigentlich muss ich raus? Oder Nee, das war dann okay, dann habe ich gedacht, komm. Dann habe ich noch mal einen anderen Tag meine Familie gesehen, die standen alle nebeneinander, ich habe geweint auch. Die standen alle nebeneinander im Dschungel und haben Weihnachtslieder gesungen. Meine Schwester hat ein Gedicht erzählt, ich konnte es nicht glauben, dass die Gedichte, woher kannst du denn das Gedicht? Und so, ja, die gesehen und dann waren die auch wieder weg, dann dachte ich, krass. Und dann Tag 6, original, ich sitze unten nackig, nur so Blätter. Mach gerade eine Kokosnusskamera, läuft, ne? So wie hier diese Kamera steht da. Ich guck da vorne, kommt ein Boot. Wie so ein Kanu, drei Männer drauf. So drei Männer. Wollen an meinen Strand. Was? Echt. Hab auch wieder gedacht, ist das echt? Ich guck mir die an, ich die Kamera, das gibt's nicht, da kommen welche. Piraten. Ich guck, die kommen immer näher, ich messe hoch. Was haben die gedacht, ne? Die stehen auf diesem Boot, kommen immer näher, wollen an meinen Strand. Aber die waren echt. Ja, die waren echt. Wahrscheinlich. Ja. Nein. Die waren echt. Wahrscheinlich. Ja, ich wusste ja auch nicht mehr. Aber also waren Locals oder sowas. Irgendjemand. Ja, irgendwelche, weiß ich nicht. Ja? Und als ich Messer, hey, hau ab! Und so. Und dann sind Messer die, so haben gezeigt. Die abgehauen? Und dann sind die. Und dann war Seven vs. Wild Panama vorbei. Drei Wochen später. Kokainfund, 4 Tonnen auf dieser Insel. What? Ja. Da ist das, ist die, unsere Insel dann eine Drogenroute. Und nur Wilde da. Was sind denn das für Typen da, die auf dem Kanu stehen und dann da so kurz ran paddeln? Wer ist denn das? Was haben die, was wollen die denn an meinem Beach? Und dann sehen die mich da, mich wilden, mit Blätterbusch. Die denken, das ist... Die haben das auch gedacht, die haben gedacht, die Halluzination noch... Ja genau, die haben gedacht, was ist das denn hier? Aber ich war im Schock. Und dann eigentlich denkt man doch, man sieht Menschen und freut sich. Aber du bist dann schon so lange da und du denkst, das ist dein Zuhause. Ne? Irgendwie fühlt es sich auch fremd an, wenn die jetzt deinen Boden berühren. Ja klar. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, wenn ich so dritt komme, also ich hatte ähnlich... 2012 bin ich an der Grenze von Vietnam abgesetzt worden. Hab da 10 Tage halt quasi ähnlich wie Seven vs. Wild selbst versucht. Und am Tag 6 oder 8 kam ein Boot mit 3 Leute mit Macheten.
Die hatten Macheten bei sich. Und die kamen und ich habe immer 5 Meter Abstand von dem gehalten und habe dann halt, und ich hatte mein Ding, dann haben die mit mir gesprochen und habe ich gesagt, my friend come now. Ich hatte keinen Friend. Dass die denken, es ist noch ein zweiter und wenn die mich hier abschlachten gleich, dann werden die gesucht oder whatever. Und immer mit dem Rücken halt quasi so mehr, weil wenn die mich attackieren sollten, dann renne ich ins Meer und schwimme halt quasi. Und so derzeit war ich halt gut in Form. Und da weiß ich, dass ich dann halt die Chancen hoch sind, dass ich dann halt von dem wegkomme. Na, warum sollen die dich abschlachten? Ja, kein Grund, aber das ist schon beängstigend. Wenn die aus dem Boot rausspringen und haben die Macheten in der Hand. Und du bist ganz alleine? Und ich bin ganz alleine. Und was ist dann passiert? Sind die dann? Die sind, ich bin immer weiter weggegangen. Und dann haben die einfach meine Sachen angeguckt, die Kameras angeschaut, nichts geklaut und einfach wieder gegangen. Aber das ist ein sehr komisches Gefühl. Das ist ein Gefühl, du denkst, und dann denkst du, okay, ich habe noch 3-4 Tage vor mir, kommen die nochmal zurück mit 8 und holen mich und weil das Kamera halt ein paar Euro wert ist. Das war... Hattest du da nicht auch das Schwein? Nee, ein Hund? Ein Hund, ja. So einen kleinen Hund hattest du noch, ja. Hast du für den noch einen Käfig gebaut, ne? Genau. Ja. Ja, das war so ein bisschen ähnlich und deswegen kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Ganz komisch. Weil das ist so komisch. Ich habe, weißt du, die ganzen Tage kein Boot gesehen, nichts. Und auf einmal kommt ein Boot mit so ein kleines Kanu da und die stehen da drauf und gucken so und wollen an meinem Beach. Ja. So, die wollen einfach dran. Die kommen so von da und wollen dann so ran. Ja. Was wollen die? Klar. Und was machst du gegen 3, die bewaffnet sind? Nothing. Ne, wenn die mal nur Macheten haben oder Stock haben, die hauen dich weg. Du warst bereit für einen Kampf? Ich hätte gekämpft, ja, wahrscheinlich. Hast du dann den gelben Knopf, hast du irgendwas gemacht? Nein, gar nichts. Hast du nicht mal Bescheid gesagt, dass da welche waren? Nein. Du hast die Zeit dafür gar nicht, bis die dann kommen. Also hast du gar nicht mehr, krass. Nö, die haben gesehen, ich habe gewonnen. Und die, ja, aber die wissen, da ist ein Wilder, der lebt jetzt hier. Ich habe gewonnen. Und die sind weg. Ja, okay, so war's für mich. Das ist ja wunderbar. Tag 5. Nee, Tag 6 kamen die Piraten. Ja, okay, Tag 6 ist dann auch... Bald Abholzeit. Ja, ich zieh durch. Boah, das war krass. Alleine ist schon noch mal anders als zu zweit. Ne? Du kannst es jetzt auch sagen. Ja, alleine ist es ganz anders, weil du hast keinen Partner. Ich finde, zu zweit ist irgendwie vielleicht etwas natürlich ganz anders. Alleine, zum Beispiel, als ich da alleine gelegen habe, als der Jan weg war, dachte ich so, stell mal vor, jetzt kommt der Horrorklon mit der Kettensäge. Und der kommt und sägt deinen Kopf ab. Oder so. Du denkst euch, der Haufen ist scheiße. Ja, aber genau so. Pass auf, das ist das genau, auf einmal irgendwelche Dämonen in dir, weil du ja, zu viel Zeit zum Denken hast und so eine Scheiße. Ja, ja. Oh, das hatte ich auf meiner Reise mal. Da bin ich in Afrika gewesen und da gibt es doch diese Skorpione. Und der eine davon ist gefährlich, der eine nicht. Ich liege da mitten in der Wüste und dieser eine Skorpion, der war nicht da, aber der war da. Ich habe gedacht, der ist da und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht. Von einem Skorpionstich. Und ich habe Paranoia geschoben. Ich dachte, ich sterbe. Ich hab das Sterben gespürt. Aber der war gebissen? Gar nicht da. Nee, der war nicht da. Ich habe das so sehr gedacht. Aber du wurdest gebissen. Nein, ich wurde nicht gebissen. Aber ich habe das gedacht, dass ich gebissen worden bin. Das war für mich genauso ein Paranoia-Ding wie bei dir mit deinen Eltern, wo du geweint hast. Ja. Und auf einmal bist du da und denkst, Alter, bin ich jetzt gerade gebissen worden von so einem Skorpion? Oder... Keine Ahnung. Manchmal denke ich, ich weiß nicht, habt ihr es auch manchmal, dass ihr in euren Träumen sterbt? Du meinst, dass jemand sterbt? Nee, ich selber. Das habe ich noch nie geträumt. Echt nicht? Aber das ist krass. Ich habe das so aber oft. Du träumst, dass du sterbst und dann bist du doch wach irgendwann. Ja, ich wache auf in dem Moment des Sterbens und auf meiner Reise, wenn ich, keine Ahnung, im Zelt bin oder der Hängematte, ich habe das super, super oft. Dass zum Beispiel ein Elefant auf mich, also wenn ich an einem Tag, in Thailand hatte ich das oft, ein Elefant da ist, dass ich in der Nacht aufwache und mir denkt, mir ist ein Elefant, also ich sterbe in meinem Traum von etwas, was ich an dem Tag erlebt habe, sei es an dem Tag ein Elefant, den ich gesehen habe, sterbe ich in der Nacht, weil ein Elefant auf mich rauftritt und in dem Moment werde ich wach. Super oft. Okay, das ist aber auch, das ist auch da laufen bei dir die Gesäfte oben auch nicht richtig zusammen. Ja, aber bei euch ja wohl auch nicht. Ich habe einen Traum, den träume ich schon seit 50 Jahren, so zigmal im Jahr. Ich träume, dass ich dann halt wach bin und bin gelähmt.
Oh, da, pass auf, das habe ich immer. Das ist kein Traum. Du bist wirklich, ich bin gelähmt, wirklich gelähmt. Und du kämpfst, ey, hört ihr mich nicht? Mach mich wach, ich muss hier raus. Genau. Das habe ich auch. Ja, und du sagst mir, ich bin... Nein, wirklich, du kannst dich nicht bewegen. Du bist wach, ja, du kannst dich nicht bewegen. Das gibt's nicht. Und ich kämpfe so, und man hört mich so dumpf. Und immer so, oh. Ja, oh. Ey, aber du kennst es wirklich auch. Das ist so Horror. Ey, Horror, wenn du so nicht aus diesem Ding rauskommst. Horror, wenn du in der Nacht einfach von einem Elefanten erschlagen wirst. Das ist noch schlimmer. Ja. Das ist noch viel schlimmer. Ihr seid ja nur ein bisschen gelebt. Irgendwann geht's ja. Nee, aber wir sind schon auch, das ist schon ein Kampf. Das ist wirklich Schweiß, alles. Ja. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie lange sowas geht. Gefühlt sehr lang, wahrscheinlich ist es sehr kurz. Ja. Weil diese Momente, die du kämpfst mit quasi und denkst, ich kann nur meinen Kopf so ein bisschen gucken, bewegen und ich will hoch, aber ich komme nicht hoch, weil mit aller Kraft und dann irgendwann schaffst du es. Und ey, es ist ja auch erwiesen, weil Leute denken, es gibt ja auch dieses Phänomen, man denkt, man liegt im Bett und träumt, das Bild fällt auf mich drauf und dann ist es wirklich auf mich drauf gefallen. Ah, okay. Aber das ist ja erwiesen, das fällt auf dich drauf, aber in dem Moment kommt dieser Traum reingekickt. Warte, was? Du wachst auf und denkst, ich hab, weißt du so? Das hatte ich mit 6 nochmal. Wann habt ihr das letzte Mal euer Bett gepinkelt? Aber ich meine, da ist was. Überleg mal. Ich habe mit 6 auch noch ins Bett gepinkelt. Ja, weil ich geträumt habe, dass ich ins Bett pinkel. Ja. Da, okay. Wirklich, also, da war ich jetzt nicht in meinem Alter. Aber und dann ins Bett gepinkelt und dann auch die Wärme gespürt. Genau. Boah, das waren Zeiten, wo du die Wärme gespürt hast und gedacht hast, auch im Traum, scheiße, es passiert echt. Hast du im Traum, bist aber auch wieder in der Welt gefangen. Oh, und du Mann. Träumst, ja. Alles wird warm, was soll ich jetzt machen? Und so, du bist und dann wachst du auf. Schock. Ja, und dann wachst du auf. Hast immer noch die Hoffnung gehabt, vielleicht war es doch nur. Und irgendwann wird es kalt. Ja, und dann wird es kalt. Und dann bis die Matratze durch, alles durch. Und dann noch Hochbett, wo meine Mutter hochklettern musste, weißt du, alles runter. Ey. Und eine Frage, Anna-Kathrin. Mhm. Wenn die dich von 7 vs. 1 nochmal fragen würden, würdest du es jederzeit wieder tun? Ja, ich denke schon. Also solche Projekte finde ich eigentlich cool, wenn das in eine Richtung gehend ist, wo alles authentisch ist. Du kannst dich selber filmen, du hast so ein bisschen in der Hand, was zeigst du von dir, was nicht. Das ist authentisch. Jetzt aber nicht direkt genau das Gleiche wieder. 14 Tage mit demselben Partner, das war eine schöne Zeit und genau so schön will ich mir das in Erinnerung halten. Bei euch? Ich denke, ich mache das nicht nochmal. Ich habe das auch gesagt, nachdem ich habe jetzt da alles erlebt. Hast du es nicht mehr Staffel 2? Ich habe gesagt, Staffel 2 habe ich nicht. Habe ich gesagt, da würde ich noch. Ich habe jetzt wirklich, ich weiß, wie es allein ist, ich weiß, wie es zu zweit ist. Und das war ja... Du hast beide Mal einmal gewonnen, das zweite Mal sieht gut aus. Sieht gut aus. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich nochmal mitmache, dann wirklich alle nackig raus, keine Gegenstände. Also meinst du richtig so wie... Ja, wirklich, wie es auch echt, wie es wird. Bei, wenn wir das Schiff verlassen, dann nimmst du auch nicht noch was schnell. Dann ist es so, wie es ist und gehst an die Insel. Das heißt, ohne Messer, wenn dann einfach so richtig nackt. Krass. Das ist geil. Du? Ja, weil das wird nicht stattfinden. Darum sage ich das, oder? Das wird ja nicht stattfinden. Wieso? Hä? Kann doch sein. Das wird ja keiner machen. Mach selber einfach eine Show. Du machst deine eigene Show. Du würdest das doch auch nicht machen. Nackt, Survival. Abgesetzt. Nackt mit nichts. Ich weiß, ich glaube nicht. Nee, das macht keiner. Das muss keiner sehen. Aber jetzt nach 7 vs. Wild, sagst du sowas, würdest du nochmal machen? Also ich bewerbe mich jetzt offiziell für die nächste Staffel. Ich habe verloren. Fuck it, es ist scheiße für mich. Nein, du hast recht, du musst. Ne? Also, pass auf, aber ja, nee, aber dann mir ist egal. Ich bereite dich mal richtig vor, dann schaffst du es auch. Genau. Also ganz offiziell, natürlich bewerbe ich mich. Wenn die mich fragen würden, würde ich sofort mitmachen. Ja doch, du musst. Aber weil ich bin irgendwie natürlich ein paar Tage länger als der 7. Tag geschafft. Ob ich die 14 Tage gerockt habe, das wird ihr natürlich auch sehen. Aber es ist irgendwie so happy und nicht happy genug. Verstehe ich. Hm? Ich verstehe es. Auch wenn du es am Ende 14 Tage da gemacht hast, auch noch alleine, trotzdem bist ich verstehe das. Ja, also der muss noch mal dabei sein, ne? Joey Kelly. Ich will den Druck nicht erhöhen, aber es wäre nicht schlecht, Fritz, falls es einen Platz freigibt, bewerbe ich mich sofort. Bin dabei. Also. Was ist mit euch als Team? Abfahrt. Der pass auf, aber ich mache hier nicht, ich mache hier keine Schichtarbeit, ne? Aber es war. Dann kommt der nächste Staffel wieder. Aber ich glaube doch, wenn wir das machen, wir würden das easy machen. Kein Problem. Ich glaube auch gar kein Problem. Ne? Als zum Beispiel, ich habe vor 10 Jahren am Südpol
bin ich eingeladen worden, ne, mitzumachen. Für den deutschen Team. Ich habe keinen deutschen Pass, ne, aber ich habe sofort zugesagt. Und dann haben die dann gesagt, okay, da kam dann halt der Dennis und Claudia, das waren zwei gute Sportler. Und dann kam Markus Lanz. Und ich kannte Markus nur vom Fernsehen und dachte, was will Markus? Also wir reden über minus 40 Grad und wir reden über eine Strecke von 400 Kilometer. Das ist tough. Und du ziehst einen Schlitten, der wiegt 50 Kilo. Und dann am ersten Tag, wo ich Markus kennengelernt habe, in Escht, das war ein Dreivierteljahr vorher, als Vorbereitung, dann kommt er zu mir und sagt, Joey, es ist eine Ehre, dass ich mit dir das machen darf. Sag ich, Markus, ich freue mich auch. Fragt er mich, würdest du mich helfen, das zu schaffen? Dann sage ich, wenn wir uns verstehen, ziehe ich dich durch. Und es lief gut. Markus ist Mindset stark, der war gut vorbereitet, der wird vollkommen unterschätzt, wie stark er ist. Er kommt aus Südtirol, aus den Bergen, der war ein super Skifahrer und der kam. Und was er noch brachte als Qualität ist, Respekt, gute Stimmung, 100% Einsatz, Teamfähigkeit und nochmal starkes Mindset. Es war gigantisch. Hat das geschafft? Das war mega, ja, ja klar. Durchgekommen. Boah, 400 ja. Kilometer, ja, boah, krass. Es war gigantisch und deswegen... Hatten wir wenigstens Nahrung oder irgendwas? Wir hatten Nahrung, natürlich, ja, alles müssen wir mitnehmen. Jetzt unterschreiben wir quasi für Gewinner, ne? Das wird halt, wer quasi diese Mützen, exclusive, die gibt es nur limitiert, 500 Stück, eins haben will, muss halt quasi einen Kommentar setzen. Wird von Knossi, von Anna-Kathrin, Künstlername Affe, und für meine Wenigkeit auf einer helleren Stelle, glaube ich, unterschrieben. Und zwar, wir haben genau nur drei Stück. Und wie gesagt, die sind limitiert. Da ist auch an der Seite hier ganz richtig schön Seven vs. Wild. Ja? Warte mal, ich unterschreibe mal alle drei gleich, weißt du? Dann du unterschreibst auch deine Namen. Also ich dachte, alle drei Namen drauf. Nee, wir schreiben drauf. Sie schreibt Affe. Sie hat schon Affe geschrieben. Ja. Genau. Das ist auch geil. Hey, das könnt ihr gewinnen. Einfach kommentieren. Einfach dieses Video hier kommentieren. Genau. Dann könnt ihr die Mützen gewinnen. Okay. Okay, genau. Ey, das war wirklich ein toller Tag mit euch. Das war gigantisch. Es hat einfach Spaß gemacht. Ja. Absolut. Also ich habe mich ja echt totgelacht. Also Joey, deine Story ist auch wieder. Das war wirklich unfassbar. Absolut. Ey, man sieht es ja auch bei Seven vs. Wild, ne? Große Shows brauchen immer große Partner. Sonst wäre das gar nicht vonstatten gegangen, ne? Auch wie das hier heute wieder. Die DVRG macht es möglich, wie auch das Jürgen Klopp-Video. Oder, Joey? Alles, was die DVRG macht, ist immer geil und gut. Ne? Es ist top organisiert, das Team dahinter, sind alles tolle Leute, es ist ein Familienunternehmen. Also, wenn ihr Interesse habt, check it out. Vielleicht ist das auch was für euch, als Nebenberuf oder Hauptberuf zu werden. Einfach check it out. Es ist wirklich, Deutsche Vermögensberatung ist... der stärkste Finanzdienstleister in Deutschland. Stärker als alle fünf hinter sich zusammen. Das spricht für sich. Ich habe die heute auch kennengelernt. Team ist lieb.